Xentos Gaming. Erster, ja. Tatsächlich. Herzlich willkommen. Hallo, hallo, hallo. Wir stehen hier vor Typ 0. Aber wir shiny resetten nicht Typ 0. Wir holen uns das jetzt. Wie entwickelt man Typ 0? Freundschaft, oder? Type 0. Freundschaft. Mach mal das hier. Hoher Freundschaftswert. Ja. Tun wir Typ 0 ins Team. Dann machen wir das. Alola Beast, hallo. Hallo Sakura. Wie ist es? Hallo Fabian. Da kommt er on, wenn ich seinen Podcast höre. Es ist kein Podcast. Es ist ein Interview. Meinst du das? Wenn du noch mehr von mir hören willst, ich habe auch gestern ein neues Gameplay hochgeladen auf Leos Mind 2. Ja. Überall so viel. Du hast Gen 7 bis vor dem Nationaldex nicht gespielt, oder? Wie fandest du es bisher? Genau, ich habe Gen 7 noch nie gespielt. Ich habe nur meiner Freundin dabei zugeguckt und fand es schrecklich. Und dann habe ich halt ein paar Pokémon gefangen auf ihrem Spielstand für meinen Living Dex damals. Alles bis jetzt schon mega toll. Das Interview mit Domi. Dankeschön. Hallo Laubfuchs. Also ich hole jetzt das Typ 0. Ich habe mir ein Hardsave gemacht. Von der Stelle hier. Und ich habe auch schon angefangen auf dem anderen Spielstand meine Boxen zu füllen. 960 plus 6 im Team. 966 Pokémon muss man gefangen haben, damit man Typ 0 hier nicht bekommt. Ich glaube, ich habe ein bisschen über 200 gefangen bisher. Es dauert so lang. Wie habt ihr das gemacht mit den Boxen vollfangen? Da ist es. Nehme ich's halt. Hallo, Roter Jay. Sein Podcast mit dir habe ich damals auch direkt abends gehört. Gar nicht. Naja, danke. Du hast es in der Cutscene hier gemacht. Okay. Ich habe geguckt, es dauert schon um einiges länger, es hier zu machen. Bei der anderen Stelle sagt sie kein Wort. Sie sagt einfach nur, das hier ist für dich, Typ 0. Bam. Und hier ist das ganze Metallion an einem. Brüten ist doch einfacher. Typ 0 kann man nicht brüten. Das ist ein legendäres Pokémon. Von was reden wir? Von was reden wir, Leute? Ach, um die Boxen voll zu bekommen. Geht das schneller? Geht Brüten schneller, als ein Pokémon auf Route 1 zu fangen? Das habe ich bisher gemacht. Also, vielleicht habt ihr recht. Hallo, Kühner. Es ist krass, dass nur hier auf Route 1, es ist nicht so wie in Gen 6, wo ein Pokémon zu 100% drin bleibt. Ich habe manchmal ein Haspi-Ohr, das schläft und drei Bälle braucht. Ich glaube, Brüten dauert länger, als ein Pokémon zu fangen. Weil auf Route 1 kommt ständig Pokémon. Ich mache Pilzspore, Ball, Pilzspore, Ball, Pilzspore, Ball. Und meistens bleibt auch alles drin, alles ist super. Aber wenn es nicht drin bleibt, ist es super nervig. Geht Brüten schneller? Klar, du kriegst auf einen Schlag 5 Pokémon, aber du musst ja nur das Ei sammeln und nicht ausbrüten. Wow. Ja. Du hast recht.
Stimmt, wenn ich einfach nur alles mit Eiern voll mache, geht es ja voll schnell. Also, schneller. Machen wir das. Dann mache ich das. Was tue ich weg? Was hat Tipp 0 für ein Level? Level 60! Verox, happy, happy birthday. Happy birthday. Und ja, alles ist noch deaktiviert. Ein Moment, ich mach's ja schon an. Alles ist wieder an. Okay, dann gehen wir jetzt Endgame. Endgame-Bereich erforschen. Apropos Bingo, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Mir hat es mega Spaß gemacht. Ich habe nur eine schlechte Nachricht. Ich Trottel war so aufgeregt und habe nicht nachgedacht und alles. Hier schneller. No, Herr, ba. No, Herr, ba. Ich habe nicht aufgepasst und gar nichts und habe am Anfang vergessen, die Discord-Spur, also wo ich mit den Leuten geredet habe, als einzelne Audiospur zu machen. Somit, als wir fertig waren und ich das Ganze hochladen wollte auf YouTube, hat YouTube sofort gesagt, vergiss es, du elendiger, illegaler Gesetzesbrecher. Da ist überall Musik drin. Weil wir haben Musik gehört, normale Musik. Und YouTube lässt mich das nicht hochladen, wenn alles voller Musik ist. Das ist dumm gemacht, dass ich da nicht rüber kann. Und ich habe keine Spur von Discord. Ich habe nur meine Mikrospur, aber dann hört ihr niemand anderen reden. Und dann habe ich Domjis Wort runtergeladen und habe das ewig lang halt so synchronisiert mit meinem Wort, aber sein Discord hat einen anderen Delay als mein Discord, deswegen ist nie unsere Stimme mit, also deswegen sind nie unsere Stimmen gleichzeitig und dann habe ich aufgegeben. Also es gibt keinen Wort. Es wird kein Video geben. Ich wollte eigentlich ein Video davon machen, weil wir gewonnen haben und weil es echt krass knapp war auch am Ende. Und eigentlich Team Grün gewonnen hat. Aber auch nicht wirklich, weil wir können nichts dafür, wenn die Zeit nicht richtig etablieren oder halt ansagen. Aber ja, es gibt keine Aufzeichnung davon. Aber ihr könnt alles anschauen bei all den anderen, die gestreamt haben. Also ihr könnt es bei Domjin anschauen, wenn ihr nicht da wart. Ihr könnt es bei Razer anschauen. Ihr könnt es überall anschauen. Ihr müsst es ja nicht bei mir anschauen. Aber deswegen gibt es kein Video, weil ich vergessen habe, die Discord-Spur einzeln zu machen. Ich war so traurig, dass kein Bot da war. Wo sehe ich das nun nach? Gar nicht. Musst du die andere Perspektive anschauen. Wenn du Domjis Stream anschaust, dann siehst du auch. Siehst du dir auch die Winner-Perspektive. Winner-POV bei Domji. Und jetzt gleich hau ich dir eine rein, Mariko. Ich bin knallhart. Ich missbrauche meine Zuschauer, wenn er nicht auf ist. Würdest du auf mich hören und Wots hier hochstellen? Wenn ich Wots hochgestellt hätte, dann wären wir gebannt worden. Verstehst du das nicht, Mariko? Twitch bannt dich, wenn du Wots hochlädst. Apropos, ich habe alles technisch gelöst. Ab heute sind wieder Bots auf Twitch. Mariko, du bist ein Krabox. Angel, du bist ein Trikefallo. Dann lass die Musik aus. Du bist die... Nein, ich lass die Musik nicht aus. Und jetzt gibt's keine Diskussion mehr über dieses Thema. Außerdem sind die Bots auf Twitch. Kogoros, du bist ein... Kravums? Nee, ist davor. Wie auch immer Kravums davor heißt. Kühner, du bist ein Flurmel. Wird
dass das bei Patreon geben hatte, leider keine Zeit am Samstag. Wie gerade ausführlichst erklärt. Nein, meine Aufnahme ist kaputt. Bleib dir trotzdem bei, aber auch ohne Wort. Hörst du mir eigentlich nicht zu, Mariko? Es ist anstrengend. Ich rede auch mit dir und du hörst mir nicht zu. Taylor, du bist eine Brücke. Hallo Dave. Was macht Tali? Bist du dumm oder sowas? Hätte ich zuerst mich jetzt rummassieren sollen um Typ 0? Ich mach mal Typ 0 an erster Stelle. Zeigt euch Muramura. Hey, 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 ich will einen Koriogel. Ich brauche keinen Muramura. Ganz ruhig. Irgendjemand hat gefragt, warum Boxen voll machen, weil man Typ 0 schneller resetten kann, wenn man alle Boxen voll hat mit Pokémon. Ich habe es aber gestern auf YouTube noch geschaut. Was? Was hast du gestern auf YouTube geschaut? Was kann der denn? Metallsound, Eisenschädel. Typ 0 dauert so lange zu entwickeln, genauso lang wie jedes andere Freundschafts-Pokémon. Auf Leos Archiv den Bingo-Stream, das kann nicht sein, dass du das geguckt hast. Das Video war am Samstagabend schon gesperrt. Was hast du geguckt? Was hast du geguckt? Wieso ist Typ 0 tot? Keine Ahnung, am Samstagabend wurde das Video auf YouTube gesperrt in der Sekunde, wo ich es hochgeladen habe. Also es ist... Ich habe die ersten 2 Stunden nachgeschaut. Es ist unmöglich, Laubfuchs. Hä? Was hast du? Hä? Okay. Egal, Themawechsel. Es nervt mich tierisches Thema. Soll wieder Butter Chicken? Nein! Können wir mal über Pokémon reden? Wie wär's mit... Was ist dein Lieblings-Pokémon? Ich vermisse diese Fragen. Gibt's bei dir Butter Chicken? Meine Güte, kümmert euch um euer eigenes Privatleben. Jetzt habe ich Angst. Es ist buchstäblich unmöglich, weil ich habe in dem Moment, wo das hochgeladen wurde, habe ich die Nachricht bekommen von YouTube, dass das Video gesperrt ist. Wegen, keine Ahnung, 100 Copyright-Sachen. Wie hast du es angeschaut? Egal. Egal. Jetzt mal minus 10 Freundschaft. Typ 0 verdient auch keine Freundschaft. Typ 0 ist Leggy und wird standardhaft auf 0 gesetzt und nicht auf 50. Schau, dann sind wir ja nicht bei minus 10. Gibt es Minuswerte bei der Freundschaft? Warum soll man bei Typ 0 alle Boxen voll haben? Hab ich auch gerade gesagt. Weil du es dann schneller resetten kannst. So, dann gebe ich jetzt Typ 0 wieder zurück. Und hab's einfach nur bei mir. Beziehungsweise ich gehe jetzt einfach Typ 0 ein bisschen massieren. Ich habe gerade minus Freundschaft-Level zum Chat. Ja! Wie funktioniert dieses Spiel, Glurak? Was ist das für ein scheiß Endgame? So, hier.
Interview mit Domi war super. Es fällt dir ein. Dankeschön. Was mache ich hier eigentlich? Soll ich jetzt Typ 0 wirklich entwickeln oder soll ich das einfach in Schwert und Schild entwickeln? Ich mach's mit ins Team. Und es macht jetzt einfach alles mit durch, was wir durchmachen. Ich habe mich in den 11 Tagen übrigens, steht im Titel, Mariko. Kannst nicht mal lesen. Im 11 Titel steht 11 und nicht 6. Seit 11 Streams spiele ich dieses Spiel. 4 Stunden immer am Stück. Und mir geht die Steuerung nicht in den Kopf rein. Es ist so unlogisch, dass du extra Y drücken musst, dass du extra da fliegen musst, dass es da keinen Schaufler gibt. Das ist so gegen alles, was... Da, schau! Das ist gegen alles, was Pokémon jemals gemacht hat in Spielen. Wo war... Massieren? Hier? Das ist am Samstag um 9:30, da habe ich es geschaut. Dann hast du wirklich genau die Zeit geguckt, in der YouTube es noch nicht fertig analysiert hatte. Das ist falsch. Wo ist dieses Dorf? Das heißt, du hast illegal Musik auf YouTube gehört. Hat das Video den Views und Watchtime? Das Video existiert nicht! Ich wollte euch nur erzählen, dass die Aufnahme verkackt wurde und es keine Aufnahme gibt vom Bingo. Fertig. Noch was ich machen konnte? Ich konnte die Freundschaft testen bei ihr. Okay, dann nehme ich jetzt Typ 0 einfach ans Ende und spiele mit Amphira natürlich. Wie war sonst dein Wochenende? Was erwartest du, dass ich jetzt antworte? Lady, du bist so ein komisches Pseudo-Paradox-Ding. Terrakium. Und Maurice, du bist ein shiny Veggie-Muck. Veggie-Cheater. YouTube ist ein richtiger Korinthenkacker geworden. Sagen wir, wie es ist. Kannst du jetzt aufhören, darüber zu reden? Ich ignoriere dich jetzt. YouTube ist ein richtiger Korinthenkacker, weil ich 50 Top-Hits aus den 80ern und 90ern hochladen wollte. Was ist denn das für asoziale Schweine, dass die einfach copyrightete Musik einfach sperren? 5 Stunden lang copyrightete Musik einfach. Warum darf ich das nicht hochladen? Scheiß YouTube. Das würde auf Twitch auch passieren. Hallo. Hör auf. Ja, aber du hast YouTube Korinthenkacker genannt. War hier nicht noch jemand? Ah, da. Hallo Marco. Marco Poke, kannst du deinen Namen ändern? Das verwirrt Marco immer. Schau, er ist verwirrt. Nenn mich Poke.
Okay. Hoke, du bist ein Shinux. Hoke? Okay. Habe ich nichts gegen Knogger? Moment, er ist Geist. Ist er Geist? Ist Knogger Geist? Geist Feuer. Natürlich. Ja, mein Wochenende, Samstag war cool. Das Bingo hat wirklich, wirklich Spaß gemacht. Aber bitte sagt nicht, ich soll sowas öfter machen. Ich finde, es macht deswegen Spaß, weil ich es nicht die ganze Zeit mache. Ich finde, wenn man das dreimal hintereinander macht, es ist langweilig für mich und für Zuschauer. Aber es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und am Sonntag habe ich ein neues Spiel gespielt und auf YouTube hochgeladen. Ein sehr cooles Spiel, Season, falls es jemand von euch gespielt hat. Sehr, ich habe nicht gedacht, dass es so verrückt ist. Also sehr, es ist doch. Ich dachte, es ist ein sehr ruhiges, langweiliges Spiel, weswegen ich es spielen wollte. Aber es ist doch ziemlich interessant. Ich würde es trotzdem ein Walking Simulator nennen. Aber ich mag Walking Simulator. Okay, dann mach sowas bitte nie wieder. Kein Problem. So, hier ist jetzt die Stelle, wo man Glückseier farmen kann. Weil hier diese Büsche wackeln und da sind Scharnieras drin. Und diese Scharnieras können dann Hyteras rufen, die zu 5% ein Glücksei tragen. Aber ich will jetzt erst Koriogel. Ich glaube, zu Koriogel. Kann ich das lesen? Ja, Ponyblumenmeer. Jetzt habe ich keinen Parasekt dabei. Ich habe nichts. Gibt's hier ein Pokémon Center? Wo hast du hochgeladen? Also auf welchem Channel? Meine Gameplays lade ich hoch auf Leos Mind 2. Wer ist es? Wer sind diese beiden Menschen? Du spielst gerade Sly One, Original von der PS2. Die Teile habe ich auch damals gespielt mit Trophäen und allem. Ich habe die ganze Trilogie habe ich voll und war der eine Teil nicht für PSP? Der PS Vita, den habe ich auch. Ich habe alle Platin. PS Vita, genau. Den habe ich auch gemacht. Die sind auch nicht schwer, die Trophäen. Das ist einfach nur 100% machen und fertig. Das sind die Assistenten vom Professor aus Gen 6. Ach, die so diese weißen Outfits hatten in Gen 6. Nee, das war Gen 5. Nee, das war Gen 6 mit den weißen Outfits, die beiden. Okay, okay. Warum mache ich nicht Dunkelklaue? Warum kann es Spukball? Trophäenliste ist anders? Okay. Du hast es geschafft, TCG 2 zu installieren. Sehr gut. Und ist es besser? Die haben irgendwie starke Pokémon hier im Endgame-Bereich. Die übertreiben es ein bisschen.
Ja, die übertreiben es. Die übertreiben es voll. Du kriegst gleich den Mega-Ring. Ach, hier gibt's Mega-Entwicklungen? Aber es gab keine neuen. Nicht spoilern, Dave. Ich will doch wissen, was in der Story passiert. Nichts Neues, dann werde ich keinen einzigen machen. Und habt ihr euch alle Serpi Royal geholt? Voll einfach Serpi Royal. Fällt mir gerade auf, weil hier Lashoking steht. Mit Lashoking ist Serpi Royal ein Klacks gewesen. Ja, ich find's komisch, dass es hier Mega-Entwicklungen gibt. Aber in Sonnenmond auch oder nur in Ultra? Irgendwie hat er eine leichte Psychotypus. Mono, nicht Mono, aber. Wenn ich 10% Sigard haben will, muss ich gegen den nochmal kämpfen. Dieses Feature, was viele sagen, dass es ewig nicht mehr gab. Gab es nur in Gen 8 nicht und in Gen 9. Also Megas gibt es seit 2 Gens nicht mehr. Ja, Serpi Royal war am Wochenende, aber nächstes Wochenende ist es ja wieder da. Ja, Simsala darf schneller sein als ich. Das ist okay. Vegas gab es auch in Let's Go. Das ist auch Gen 8. Dann gab es nur nicht in Gen 9. Nee, Let's Go ist Gen 7. Sorry, ich bin dumm. Let's Go ist natürlich Gen 7. Ich habe mich selbst reingelegt, ja. Stimmt, wenn Legends ZA Mega-Entwicklung hat, dann gehört es zu Gen 9. Stimmt. Ist mir bei deinem Tweet fast auch immer passiert? Dir ist es passiert, du hast sie nur wieder gelöscht. Ich habe das ganz genau gesehen. Es waren 10 Sekunden oder so. Ich habe ja trotzdem die Mitteilung, die für immer da steht. Da steht für immer, Dave hat kommentiert. Und dann, wenn ich draufklicke, ist es nicht da. Aber die Mitteilung habe ich trotzdem für immer. Ich könnte runterscrollen. Ist ja bei Discord auch, wenn man mir eine Nachricht schickt. Was manchmal passiert, Leute schreiben mir eine Nachricht und dann gucke ich 10 Minuten später, was es ist. Oder wie halt der Satz weitergeht, weil ich nur die erste Zeile sehe oder so. Und dann wurde die Nachricht gelöscht. Ich denke so,
was wolltest du mir sagen und hast es dann zurückgenommen? Es gibt für den Herbst noch keine Ankündigung für eine Direct, oder? Nein, weil Directs immer so einen Tag vorher angekündigt werden. Das heißt, wenn eine Direct angekündigt wird, dann ist sie morgen. Da ist es schon, das ging viel zu schnell, männlich. Mist. Level 55 aber auch, ey. Toasty, du bist ein Pixie. Gefühle beichten, aber dann doch einen Rückzieher machen, genau. Ne, die rote Form ist am schönsten. Die blaue wäre am schönsten, wenn es nicht diese zwei Fühle auf dem Kopf hätte. Tiny, du bist ein shiny Stern, du. Ein sehr schönes shiny. Männlich. Was? Ich soll testen. Nee, ich teste gar nichts. Dave, du bist ein Pandagro. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit auf einen Shiny Spirit? 1 zu 20. Der rote Jay, du hast zu viele Punkte. Der rote Jay, du bist ein... Pyromug. Hä, wie heißt es? Veggie-Mug? Soda-Mug? Grillmark. Grillcheater. Und Fabian, du bist ein shiny Barikiefer. Ich spare auf Cap off. Marco, es tut mir leid, du bist ein Grandiras. Olopoto, herzlichen Glückwunsch, du bist ein Milotic. Nie Glück. Ist hier irgendwo ein Pokémon Center in der Nähe? Ich habe das Gefühl, ich bin so weit weg von allem. Ich will meinen Pixie holen. Knuddeluff. Was habe ich? Knuddeluff. Wird hier noch eins sein? Nee, aber ich kann jetzt hier... Ich kann ja hier hinfliegen jetzt. Okay, ich gehe zurück. Nur eins auf der Insel. Beast, du bist ein Klonkett. Wie heißt das? Heißt das Klonkett? Klonkett?
Auf Cap aufspannen oder mit einer mit den Bits den Stream beendet? Vielleicht bin ich das ja dann. Waggon? Nee, Waggon ist die Weiterentwicklung. Sieht das kleine Ding aus wie ein Waggon? Habe ich gestern noch einen schönen Horrorfilm geguckt, wo ich mehr erwartet hatte. Ich habe den Namen auch vergessen. A Violent in A Violent Nature, glaube ich. In A Violent Nature. Mori, du bist ein Kryospino. In A Violent Nature muss man nicht unbedingt anschauen. Ich bereue es jetzt nicht, ihn gesehen zu haben. War okay. Zwar ist es was anderes, weil der Film zeigt die ganze... Es ist ein typischer... Es ist kein Teenie-Horrorfilm, aber es ist so ein bisschen so... Ah, im Wald. Eine Gruppe ist im Wald und dann kommt ein Killer bzw. ein Zombie. Und bringt alle um. Aber alles ist aus der Perspektive vom Killer. Also du siehst nicht, wie die weglaufen, du weißt nicht, wo die hinlaufen, weil du bist immer in der Perspektive vom Killer. Aber ja, deswegen dachte ich, er wäre genial, aber er ist nicht so genial. Jetzt komme ich nicht weg, weil ich ein lahmes Knuddelhoff bin. No, Herr, Bar. Hallo Daniela. Tausche Milotic gegen Morlord, aber du hast einen Milotic. Eigentlich wollte ich heute was anderes streamen. Denn jetzt nach dem Interview mit Domi weiß ich nicht, was das nächste Video sein soll. Also ich weiß es jetzt. Aber es dauert noch, weil wir haben hier ein technisches Problem. Ich wollte heute die schlechtesten Pokémon-Spiele streamen. Was Pokémon Dash ist, Pokémon Play It und eigentlich auch Pokémon Rumble. Aber Rumble funktioniert anscheinend nur mit Wiimote und ich habe keine Wiimote. Da ist Koryogel. Können wir irgendwas machen, was sie nicht umbringt? Alles bringt dich nicht um. Also wenn ich Fluffeluff zur Entwicklung kriege, obwohl ich es schrecklich behandelt habe, dann werde ich Typ 0 doch auch entwickelt kriegen. Diding. Hallo Mauslo. Dein Handy ist nicht kompatibel für das TCG-Spiel, das neue. Neues Handy muss her. Holt euch alle Google Pixels. Das heißt Rumble, aber man sagt immer nur Rumble ist ein schlechtes Spiel, aber ich will nicht glauben, dass es ein schlechtes Spiel ist, weil es ein geiles Shiny-Hand-Spiel ist anscheinend. Aber was vor allem, weswegen ich das vor allem machen will, ist wegen Hey You Pikachu. Und ich habe ja Hey You Pikachu auf Japanisch
und auf Amerikanisch. Auf Deutsch ist es nie erschienen. Und man kann es auch nicht emulieren, weil das ein Mikrofon hat, das Spiel. So. Das Spiel hat ein Mikrofon und das Mikrofon funktioniert nicht am Emulator. Und ich habe eine komplette japanische Edition, die ich heute schon kaputt gemacht habe. Innen drin ist was gebrochen, als ich es rausgeholt habe. Diese 30 Jahre altes Plastik, ey. Oder 25 Jahre altes Plastik. Und Steuerung. So. So. Problem ist nur, ich habe dann, also ich habe ein komplettes japanisches Set mit Mikrofon, dem Spiel und so einer coolen Karte und sowas. Und dann habe ich quasi das amerikanische Spiel in meine japanische N64, was geht, und dann das japanische Mikrofon an die japanische N64 mit dem amerikanischen Spiel drin gesteckt, und das Spiel sagt die ganze Zeit, dass es das Mikrofon, dass das Mikrofon nicht angeschlossen ist. Rein, raus, rein, raus, rein, raus, nice. Und immer noch. Und dann denke ich mir auch, fuck. Das gibt's eigentlich nie, das Problem. Aber dann habe ich das japanische Spiel reingesteckt, also japanische Konsole, japanisches Spiel und japanisches Mikrofon. Und es hat funktioniert. Normalerweise ist Hardware nie region locked. Also ich kann meine GameCube-Player auch ganz einfach benutzen an meiner, also meine japanischen GameCube-Player an einer deutschen GameCube benutzen, ohne Probleme. Aber anscheinend ist dieser Mikrofonadapter nur benutzbar in dem dazugehörigen Spiel. Also habe ich sofort auf eBay mir ein amerikanisches Mikrofon, ein amerikanisches N64-Mikrofon gekauft. Muss jetzt auch importiert werden aus Amerika. Und dann kann ich Hey You Pikachu endlich spielen. So viel Umstand, so viel Geld, um das schlechteste Pokémon-Spiel zu spielen. Du hast 96 mal Typ 0 entwickelt, aber du hast es bestimmt in Schwert und Schild entwickelt, oder? Nicht hier. Razer hat sich zum Ziel gesetzt, alle Pokémon-Spiele zu spielen, die es gibt. Okay. Dann will ich sehen, wie er Hey You Pikachu spielt. Also geht, wenn er das ganze Zeug hat. Ich meine, mit Emulieren ist es ja wirklich nicht schwer, jedes Pokémon-Spiel zu spielen. Aber Hey You Pikachu kannst du eben nicht emulieren. Wegen dem Mikrofonadapter. Du müsstest den Mikrofonadapter an deinen PC anschließen. Selbst dann gibt es keinen Emulator dafür. Die Variable ist, dass du von NTSC J geswitcht hast, nehme ich an. Hä? Nee. Keine Ahnung, was du sagst, aber das Problem ist das, was ich gesagt habe. Dass anscheinend das Mikrofon vom gleichen Land sein muss, von dem das Spiel kommt. Ich habe ein japanisches Spiel und ich habe ein amerikanisches Spiel. Die einzig beiden Hey You Pikachus, die existieren. Japanisch und amerikanisch. Und habe nur ein japanisches Mikrofon. Und das funktioniert nicht. Das funktioniert nur beim, also nur das japanische Mikrofon funktioniert beim japanischen Spiel. Aber ich will das Spiel nicht auf Japanisch spielen. Er hat Hey You Pikachu nicht gespielt, genau deswegen. Ja, aber macht er das dann auch so? Holt er sich auch eine amerikanische N64? Du brauchst eine amerikanische N64, das amerikanische Spiel und das amerikanische Mikrofon. Nur dann kannst du Hey You Pikachu spielen mit
Voice-Eingabe und das musst du haben bei dem Spiel, sonst kannst du es nicht spielen. Bist dir zu geizig, ein neues Handy zu holen? Ich verstehe Sparsamkeit. Ich würde behaupten, wir sind auch sparsame Menschen in unserem Haushalt hier. Aber ich denke mir da immer wieder bei so einem Produkt wie einem Handy. Und es gibt so Produkte einfach. Das sind keine Produkte, wo du sparen solltest. Weil ein Handy, vor allem wenn du dir ein gutes Handy kaufst, das wirst du die nächsten 5 Jahre haben. Und ein Handy benutzt du täglich die ganze Zeit. Warum willst du dich limitieren bei etwas, was du jeden Tag die ganze Zeit benutzt? Limitier dich lieber bei dem Essen, das du kaufst. Oder nicht, Essen ist auch wichtig, ne? Gesundes Essen. Aber anstatt, dass du halt die Luxusprodukte kaufst, kann man da die sparsamen Produkte kaufen. Oder anstatt, dass man raucht oder Alkohol trinkt. Aber das ist natürlich subjektiv. Ich finde, ein Handy, ein Bett, eine Matratze, das sind Sachen, wo du kein Geld sparen solltest. Soweit du natürlich musst, aber wenn du einfach nur sparen willst, wenn du keinen Bock hast, Geld für den Scheiß auszugeben, wie du sagst, dann finde ich das Quatsch, weil ein Handy benutzt du buchstäblich jeden Tag, den ganzen Tag. 800 bis 1000 für ein Handy schwierig. Ein Google Pixel kostet nicht 800 bis 1000. Das ist ja das Schöne. Du musst dir ja nicht das Neueste kaufen. Und das Größte und die Pro-Version. Ich glaube, meins hat 600 gekostet. Ich nutze es nur für WhatsApp und telefonieren. Du telefonierst noch? Was machst du da? Hallo? Ich weiß gar nicht, ob er das weiß. Dann sag die mal, wenn er Heyo Pikachu spielen will, dann braucht er all das, die Hardware dafür. Und dann muss er es auch noch, weil er es euch wahrscheinlich zeigen möchte. Dann muss er auch noch eine SD-Capture-Card sich holen, damit er überhaupt die N64 streamen kann. Vielleicht gibt es aber auch Wege, Heyo Pikachu zu emulieren. Aber wie ich mich informiert habe, gibt es da keine Wege. Die haben ja nur Schrott. Er weiß das, aber er hat es nicht hingekriegt, selbst mit Guide. Das Emulieren. Ich muss mal überlegen, was ich... Also ich habe ein paar Pokémon-Spiele nicht gespielt und vor allem diese kleinen Sachen. Ich habe sogar aber Pokémon-Drucker gespielt damals, was nicht wirklich spielen ist. Das ist einfach eine Software, mit der du Pokémon-Bilder ausdrucken kannst. Hallo Angie. Für ein Pixel 8 finde ich aber ist vollkommen okay. Ich glaube, ich habe das Pixel. Ich habe Pixel 6, glaube ich. Was habe ich für ein Pixel? Was habe ich immer gesagt, habe ich für ein Pixel? Gibt es das hier über, wenn ich über eingebe? Nee. Nee. Okay, Google. Was für ein Handy benutze ich gerade? Du befindest das Gerätemodell in den Einstellungen. Ja, ich will, dass du mir das sagst. Guck da rein. Wofür habe ich dich denn, dass du da nicht reingucken kannst? Mann. Dieser Printer? Nein, eine Software, mit der du Pokémon-Bilder ausdrucken konntest in 1998 oder so.
Ich habe so Pokémon-Spiele wie Picross oder wie das heißt, nicht gespielt oder... Boah, ehrlich gesagt habe ich doch gar keinen Bock, alle zu spielen. Die Ranger-Teile habe ich null Bock. Die Mystery-Dungeon-Teile habe ich null Bock. Die Picross-Dinger wirken mir auch sehr, sehr langweilig. Was gibt's noch? Es gibt so dieses eine sehr taktische Spiel, was wie ein RPG aussieht. Warriors oder so? Das war ein DS-Spiel. Moment, ich bin in der Sigarthöhle. Ich bin nicht bereit dafür. Conquest, genau, Conquest. Ist das gut? Dudi, du bist ein Gelatropo. Nee, Gelatino. Noir Knight Raven, du bist Typ 0. Du bist es. Ich vermisse die Ranger-Spiele. Warum vermisst du sie? Spiel sie halt. Spiel sie halt einfach. Du musst sie ja nicht vermissen. Wenn du deinen DS hergegeben hast, bist du selber schuld. Was ist gerade die Mission? Das Spiel spielen? Hallo Kira. Im Spiel? Das Spiel spielen. Ich spiele das Spiel durch. Ich sehe keine Items mehr. Ich habe sie nicht mehr, sie sind weg für immer. Dann wird schwer. Ich spiele gerade das Düne-Abenteuer und es kommen einfach keine Ultra-Bestien. Dann hast du Pech. Aber je nachdem, ob du Schwert und Schild hast, kommen auch andere, ne? Gewisse kannst du gar nicht kriegen. Es gibt Exclusives. Ich weiß nicht, ob es bei Ultra-Bestien Exclusives gibt, aber... Du kannst nicht jedes Düne-Abenteuer kriegen. Soll ich Sigard machen, jetzt wo ich hier stehe? Das ist aber Aura-Umkehr-Sigard, oder? Das ist noch nicht mal ein... Weil das Scharwandel kriege ich geschenkt von der Quest. Parasek ist hier. Wahrscheinlich hat es Level 70 oder 80. Nein, ich kann es probieren. Ich habe genug Bälle. Schauen wir mal, wie viel... Das ist die Catch-Rate. Aber ich glaube, sie ist genauso wie in Gen 6. Ja, ist auch der gleiche Calculator. Also war es, glaube ich, 3%? 1,5%. Wir werden es einschläfern können. 3, nee, einschläfern... 3%, genau. 3% im Schlaf. Und dann noch ein bisschen Leben weg. 6%. Okay. Aber wollt ihr, wie nennt sich das? Wie heißt es? Wollt ihr das machen? Ihr weißt schon. Ihr weißt schon. Mariko sag's. Vorhersage, genau.
Was für eine Fangrate hat es in Usum? Nie zuhören. 1,5% im Schlaf, 3%. Was machen wir für eine Vorhersage? Ich mach sie. Schafft er eine Minute die Luft anzuhalten? Wie viele Versuche braucht es? Genau. Aber davon noch eins. Genau, wir machen wieder 1 bis 9, 11 bis 19, 21 bis 29. Das heißt, immer bei den vollen 10er-Zahlen gewinnt niemand. Das ist die Vorhersage. Bei den vollen 10er-Zahlen, 10, 20 und 30, gibt's nichts. Aber ihr könnt da drunter, in der Mitte und da drüber. Und ihr könnt all eure Punkte verwetten. Ihr müsst nicht immer, das finde ich so blöd gemacht von Twitch. Wenn man keine Ahnung hat, dann denkt man immer, man kann nur 10 Punkte setzen. Setzt nicht nur 10 Punkte. Seid cool. Setzt viele Punkte. Setzt alles. Verwettet all eure Punkte. Wie viele Bälle brauche ich, um dieses Saigar zu fangen? Fabian sagt in der Mitte. Fire Thunder 90, dankeschön für deinen allerersten Sub hier. Dankeschön. Du brauchst deine Punkte zum Fusionieren. Du könntest jetzt mehr Punkte gewinnen, um mehr zu fusionieren. Laddy hat vor 46 Minuten Husted Pokémon gemacht. Laddy, warum sagst du nichts? Warum sagst du nicht mehr? Bist du noch da? Ja, hier. War das zu laut? Ich habe nämlich all meinen Ton überarbeitet, damit das nicht mehr passiert mit dem Shiny Bingo Video. War das zu laut? Es sollte immer noch leiser als meine Stimme sein. Was ist das für ein Pokémon? Pikachu, den Witz bringt dir jeder, ist nicht mehr lustig. Irgendwann ist es Pikachu. Laut? Die Frage, ob es zu laut ist. Ticken zu laut. Okay. Nee, war gut so. Es geht bei mir nicht. Ich weiß nicht, was bei dir nicht gehen soll. Leafu. Was ist Leafu für ein Pokémon? Du bist for real zu blöd dafür, um bei der Vorhersage mitzumachen? Capoeira meinst du? Flunkiefer oder Praktibalk? Das kann jedes Pokémon sein. Ich sehe selber nicht, was es ist. Ich weiß es nicht. Man sieht es nicht immer sofort. Das ist ein... Laddy hat wieder keine Antwort gegeben. Aber wir sagen einfach, es ist... Ich sage, es ist ein... Ich weiß es nicht. Fuck, ich habe schon wieder die falsche Taste gedrückt. Wir werden es nie wissen. Was ist das? Pika war falsch. Okay, ich guck nach, was es war. Ich kann nachschauen im... Herzlichen Glückwunsch! Wer hat's gesagt? Jemand hatte gesagt.
Der rote Jay, du hast gesagt, ganz abstrakt Schneebedeck. Es war Schneebedeck. Es war Schneebedeck. Das ist Akachurum. Shiny Kaguron. Kaguron. Kaguya. Kaguron. Kaguron. Okay, Vorhersage ist vorbei. Ihr habt eure Punkte eingesetzt. Ich hoffe, alle zusammen. Alle habt ihr eingesetzt, hoffe ich. Let's go. Zigar, 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 Zigar. Haben wir die gleiche Musik? Ja. Aura umkehrt ist. Das wird dann zu 10% gemacht. Moment. Donnerwelle ging nicht. Aber Pilzsprüche ging sehr wohl, weil du bist Boden. Du bist nicht. Chill, 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 chill. Okay, gut. Aber Druckschlag wird jetzt auch richtig schlecht sein. Aber es ist Boden. Gigasauger sollte es nicht umbringen. Komm. Was? Ein bisschen besser, aber weil Drache, oder? Weil es ein Drache ist, ist es nicht super. Wir wären jetzt gerade bei 3%. Ich sollte Pokémon wechseln. Ich sollte mit einem anderen Pokémon anfangen, es auf Hälfte bringen und dann mit Parasect einschläfern, weil ich habe jetzt Angst, dass Parasect stirbt. Aber ich kann es ja wiederbeleben auch. Aber Raub wird nicht besser sein. Oder vielleicht ist Raub besser. Okay. Du bekommst auch noch eine 10% Form. Ja, aber die hat Scharwand, oder? Das heißt, ich mache das gerade. Ich kann nicht zu viele Seigards haben. Bodyguard, das ist jetzt blöd. Giftblick ist jetzt auch blöd. Okay, okay, stopp, stopp, stopp. Ungewalt. Ich bin nicht Gift. Wie lang gilt Bodyguard? Ich dachte, Bodyguard gilt nur 2 Runden. Oh nö. Wie lang bleibt Bodyguard? Oh nee. Okay, erster Ball. Wenn dann, wenn 1, 2 oder 5. Ich glaube, dazwischen gibt es nichts. Ah, ist jetzt wieder Bodyguard ein. Hat sich gelüftet, hat sich gelüftet. Hättest du mal wieder Bodyguard eingegeben. Zwei. Drei. Okay, Bodyguard nervt. Vier. Fünf. Oh! Zwei hatten schon Angst. Hat irgendjemand 3 gesagt, dass ich mehr als 20 brauche?
Oh! Aber das bleibt jeden Augenblick drin. Keiner hat über 3 gesagt. Uff, ich glaube, dass uns jetzt schon so krass wackelt. Letztes für die, die gesagt haben, 1. Nope. Jetzt kommt eine Nullerrunde. 10. Und keiner kriegt Punkte. Ah. Wer hält denn am längsten durch? Donarion. Elf. Zwei Attacken von ihm haben jetzt keine Wirkung auf mich. 13. Spamst du brav den A-Knopf? Nein. Wir dürfen keinen Einfluss nehmen. Das wäre sonst Betrug. Wettbetrug. Oh oh. Die Zweier fangen an zu zittern. Zwei Chancen. Tja. Nullerrunde. Ihr habt immer noch die Chance, die jetzt schon verloren haben, haben auch die Chance, wenn es bei 30 nicht drin bleibt. Ich weiß gar nicht, wie hatte ich es eingestellt? Dann kriegen alle ihre Punkte zurück. Also wenn es jetzt die nächsten 9 nicht drin bleibt, kriegen alle ihre Punkte wieder zurück. Oh! Das war schon das 4. Mal jetzt, dass es so krass war.
23. Jetzt. Oh, also so viele Knapper, die noch nie, glaube ich. Alles zurück. Es geht doch lange. 3% wollen nicht. Letzter Ball, dass jemand was gewinnt. Wie hätte ich es formuliert? 21 bis 29. 30 mache ich noch. Aber ihr bekommt die Punkte zurück. Choose Outcome. Delete. Ihr bekommt alle eure Punkte wieder. Hat der Junge hier zufällig OnlyFans? Ausrufezeichen OF. Selbstverständlich. Ausrufezeichen OF. Viele Versuche braucht er. Okay, wir machen weiter. Start Prediction. Ihr habt 2 Minuten Zeit, um jetzt auszuwählen. Nochmal in 10er Schritten. Wann wird es kommen? Ich bin jetzt sehr emotional verletzt, wenn du nicht Ausrufezeichen UF machst, nachdem du fragst, ob ich OnlyFans habe. Du kannst mich jetzt nicht hängen lassen. Hast du viele Pokebälle? Ich hatte 120 Pokebälle, ja. So, das war Ball Nummer 30. Jetzt die Frage 21 bis 29 und so weiter. Verschwendet eure Punkte. Aber was ist das hier? Soll das ein Aerodactyl sein? Hat Aerodactyl echt so einen fetten Unterkiefer? Aber anscheinend. Aber was ist das? Who's that Pokémon? Ich weiß es. Ich weiß es nicht. Doch, ich weiß es. Ich habe 2. Ich sag Wablu oder Vibrava. Gherkin, du elendiger Misa. Kannst jetzt mal Ausrufezeichen OnlyFans machen. Mann, ey. Hab mich so gefreut, dass ich endlich mal jemanden kriege, der meinem OnlyFans folgt, und jetzt ist doch wieder nur ein Troll gewesen. Was war eigentlich am Samstag die... Wie viel Punkte habt ihr gewonnen am Samstag? Weil da hatte ich ja auch... Dankeschön, Smelly. Endlich mal jemand, der sich interessiert. Weil wir hatten ja gesagt, Vorhersage, welches Team gewinnt. Habt ihr da echt auf uns gewettet und habt was gewonnen? Okomil oder Britziegel? Es ist... Shiny Hokumil. Das ist auch Hokumil. Also keiner von euch hat es richtig gesagt. Shiny Hokumil. Keiner von euch hat es richtig gesagt. Bitte besser anstrengen. Okay. 31. Team No Herber gewinnt. Ja, hattet ihr recht. Epic Win am Samstag.
Ich habe gehört, es gibt Leute, die behaupten, dass eigentlich Team Grün gewonnen hat, weil sie ihr Taurus noch gefunden haben. Dabei haben wir extra noch 10 Minuten ihnen gegeben. Das war ja schon 10 Minuten Overtime. So. Ich meine, wir können auch gleich nochmal anfangen mit Pilzspore. 6%. Weil dieses Amphira ist gleich tot. 33. Mhm. Schlange, du musst nur eine Bodenattacke machen. Wie viel war es bei XY? Ich glaube 40 oder so habe ich in XY gebraucht. Maori, du bist was ganz Cooles, Besonderes. Du bist ein Magianer. Nicht. Das ist schon krass, dass zwei Leute ein 1 zu 512 Taurus suchen und keins finden. Während Domji und ich das Beste, was wir hatten an Wahrscheinlichkeiten, war die ganze Zeit 1000. Ich meine, wir haben ja auch nicht mehr Shinies gefunden als die. Oder hatten wir am Ende auch die meisten Shinies? Nee, ne? Wir haben zwei Viewer-Challenges geschafft und Team Grün hat zwei Viewer-Challenges geschafft. Da hatten wir schon mal, da waren wir schon mal gleich auf. Am Ende haben wir wahrscheinlich ein Shiny mehr bekommen, was uns das Bingo gebracht hat. Aber ich habe Blutzug noch gefunden. Aber das Blutzug war noch nicht mal. War das Blutzug entscheidend? Nee, das Bingo war entscheidend. Kommt da noch ein Video? Nein, die Aufnahme habe ich verkackt. Es gibt keinen Beweis mehr überhaupt von dem Video. Alles weg. Hat er keine Bodenattacke mehr? Hallo Lex! Ja, ich habe am Samstag wieder ein Bingo gemacht. Und ich habe gewonnen. Aber unser Bingo war epic. So, das war die Nuller-Runde. Die Einser haben versagt. Jetzt kommen die Zweier. Die Mensa. Also das habe ich nicht erwartet, dass irgendjemand was gegen die Mensa sagt. Mensa ist ein Shiny Roll mehr. Gewürz ist drei mehr. Ich weiß gar nicht, was die Wahrscheinlichkeit ist bei Ausbruch, Schillerpin und Mensa. Es sollte 6 Rolls sein, glaube ich. Anstatt 8. Wir spammen den A-Knopf. Nein! Keine illegale Interference. Mit wem hast du gebingot? Ich war im Team mit Domji und wir beide haben gewonnen. Wir haben am Ende eine Bingo-Reihe geschafft und noch zusätzliche 3 Punkte bekommen. Und das andere Team hat ohne Schmarrn eine Stunde lang einen Taurus gesucht. Beide mit der Wahrscheinlichkeit 1 zu 512. Zwei Leute suchen einen Shiny Taurus und finden es nicht. Wenn sie das gefunden hätten, hätten die gewonnen. Und sie haben es auch eine Minute später gefunden. Aber offiziell hatten wir gesagt, das endet um so und so viel Uhr und dann hatten wir gewonnen und dann in der nächsten Minute kam das Shiny Taurus für die anderen. Ich fand's so gut, dass deine Viewer das andere Team sabotiert haben. Haben sie? Ich habe nur dauernd gesagt, sie sollen es tun.
Haben sie es gemacht? Wie haben sie es denn gemacht? Ich meine, das eine war, glaube ich, aus Versehen, weil ich gesagt habe, geh rüber zu Domji und gib ihm das Pokémon. Dann ist er aber zu Snox und hat aus Versehen so getan, als würde er ihm was geben. Das mit dem Tausch, ja, aber das war ein Versehen. Das war keine Absicht. Aber das war geil, ja. Erstmal Snox ein paar Minuten ablenken. Und dann, ah nee, ups, du bist der Falsche. Ich will dir das gar nicht geben. Okay, langsam wird's peinlich. Zygarde. Eins wäre peinlich gewesen und jetzt... Only Fabs, du bist ein Wumpel. Du hattest Magiana schon. Fuck. Zeit für eine Fusion? Nee, erst wenn wir bei 60 sind. So. Wer 2 gewettet hat, war wieder falsch. Dein Wort in Zygards Ohren. Hat es Ohren? Schlangen haben keine Ohren. Tut mir leid, es hört dich nicht. Das war unser 6. extrem knapper Catch. Das ist schon viel. Haben so kleine Löcher? Nee, ich habe eine Schlange und Schlangen haben tatsächlich keine Ohren. Aber vielleicht gibt es auch Schlangenarten, die Ohren haben. Meine Bartagame, die hat Löcher. Aber die hören auch schlecht, weil sie keine Ohrmuscheln haben. Schlangen haben auch keine Augenlider. Sind immer volle Augen offen und hören gar nichts. Aber spüren und riechen und schmecken. War wohl nichts mit 55. Immer diese Fake News. Schlamme auch keine Arme. Mhm. Haben Schlangen nicht innere Augenlider? Innere Augenlider? So innen drin. Du meinst das, was ich über die Augen stülpen kann, wie bei Krokodilen? Es kommt wahrscheinlich auf die Schlangenart an. Meine Schlange hat keine so eine Membran über den Augen. Wobei, vielleicht, also es ist auf jeden Fall nichts, was sich bewegt und was sich vor und zurückschiebt oder sowas, aber es ist, wenn... Ey, 57. Ergo. Das ist lateinisch. Ich habe großes Latinum. Ergo. Gewinnt Team 3. Herzlichen Glückwunsch. Sag mir viele Punkte, die ihr bekommen habt. Da ist unser zweites Sigard. Aber wenn sich meine Schlange häutet, dann hat die Häutung quasi, da ist nicht nichts. Quasi du hast dann da, also die Augen, wenn sich eine Schlange häuten muss, dann werden die Augen milchig, weil die Haut darüber auch sich ablöst vom Körper. Das heißt, da ist eine Membran über den Augen drüber, die die Augen wahrscheinlich beschützt. Aber es ist nicht so, dass du das siehst wie bei einem Krokodil, dass es irgendwie so macht. Hä, die Häutung, die Haut von der Schlange sieht voll cool aus.
Die Augen sind das Süßeste daran eigentlich. Und wenn sich meine Bartagame häutet, dann sind das so kleine Handschuhe. Weil meistens die Hand kommt in einem Stück ab und dann sind es so Handschuhe. Das ist mir aber nicht. Vier, sieben, zwei, acht. Hast du gekriegt an Punkten? Schadrago. Falsche Gen. Du hast 55.000 bekommen. Sehr gut. Warum kann ich hier nicht fliegen? So, ein Canyon und keine Höhle. Anscheinend ist es eine Höhle. Ich wusste nicht, wohin ich gehe. Ich bin hier einfach hingegangen. Auf einmal stand ich vor Zygarde. Da war ich, oder? Ah nein, da war ich noch nicht. Ich bin so tot. Oh. Und weißt du was, Lex? Lustige Sache. Weißt du noch, wie wir auf TwitchCon waren? Und wir beide sind zu dem Shiny-Treffen gegangen? Der Domji, mit dem ich das Bingo gemacht habe, hat am Samstag gemeint, ich habe dich schon mal wo gesehen. Und zwar war ich in Amsterdam bei dem Shiny-Treffen und ich saß da und du saßt da auch. Aber wir sind dann auch relativ schnell gegangen, weil wir niemanden kannten. Das finde ich so lustig. Ich kenne Domji jetzt schon länger, aber er hat mir jetzt am Samstag gesagt, ich habe dich davor schon mal gesehen. Und das war einfach... Da warst du bei diesem Shiny-Treff. Wie klein ist die Welt? Naja, Pokémon-Streamer und so. Zeit für eine Fusion. Okay. Okay, es ist zu laut. Ich sehe es ein, es ist zu laut. Das ist süß. Komm, das ist doch nicht. Das ist doch süß, oder? Verbiegellampe. Fasana. Ja, nee, ich war auch so. Was? Da warst du? Wie cool. Komm, das überlebst du, Typ 0. Jawohl. Komm, gib ihm einen Sieg. Das ist Verbiegel mit Rosana. Costoso. Bin so weg. Oh. Ich will meinen Typ 0 nicht benutzen. Das muss Freundschaft kriegen. Warum haben die immer blonde Haare? Weil Rosana blonde Haare hat? Hä? Rosana hat blonde Haare. Wie, warum haben die blonde Haare? Du suchst das aus, dass es blonde Haare hat. Überlebt Mimigma? Ja, weil Normal-Pokémon. Aber habe ich was Gutes gegen Costoso? Costoso macht mich fertig, aber ich habe auch nicht wirklich... Ich glaube, ich belebe mein Mimigma wieder. Kurz danach hatte ich Corona und jetzt habe ich es wieder. Full Circle. Gute Besserung. Und ich auch. Also danach hatte ich es, ja. Komm, wir machen Z-Kraft-Knuddler, dann wird das schon. Ach, Costoso ist Kampf normal. Ich dachte, es wäre nur normal. Wie nicht tot.
denn das Machtgewicht? Nie gehört. Okay. Warum hat denn das blonde Haare? Du hast jetzt Cosilla im Team. Magst du das Pokémon irgendwie? Es sieht immer automatisch aus wie Grimace von McDonald's. Dieser lila Blob. Rosanna wird so oft zu diesem lilanen Blob Grimace von McDonald's. Und Lex, du bist ein Eneko. Schambolzen bist du. Nee, bitte sei nicht schneller. Nein! Aber Dictree, kann ich nicht flüchten während Schaufler? Nee, das ist komplett gleich. Typ 0 darf nicht sterben. Wie werde ich zu einem Pokémon? Du machst nach, was die anderen machen. Kanalpunkte heißt das. Happy, du bist ein Muramura. Muramura. So, jetzt weg hier. Wir müssen irgendwo anders lang. Aber ich war ja da eigentlich auch bloß wegen dem Choreogel. Wir brauchen sehr viele, die Ultrabestien. Das wird, glaube ich, nicht so einfach. Gibt es Geschlechter bei Ultrabestien? Nein. Sigard, Choreogel. Wo sind meine Choreoguls? Achso, so rum, so. Choreogel, da. Auch starke Pokémon. Shinity Ursa, herzlichen Glückwunsch. Ich glaube, ich muss hier lang. Hier ist jetzt wieder alles voller Trainer und steht da nicht. Ist das unser, wie heißt der? Detektiv? Ja, das ist Detektiv.
schlecht. Das ist jetzt der Stream, wo ich die ganze Zeit kämpfe. Hast du die Ultra-Bestie schon gefangen? Welche Ultra-Bestie? Ich werde mit nach oben genommen? Die kenne ich gar nicht, die Attacke. Und ich darf nicht mal angreifen? Das ist die zweite Runde. Die du fangen sollst laut Story? Ich habe keine Ahnung. Nein, ich habe natürlich kein Muamua gefangen. Ich gehe hier einfach durch die Gegend. Keine Ahnung, was hier passiert. Das war dumm. Lebel heißt Detektiv, genau. Warum ist es so stark gewesen? Heißt Leon. Das heißt, der andere Veteran hieß Leopold und dieser Veteran heißt Leon. Warum kannst du Durchbruch? Gleich kommt Leos, Leonidas und Leonard. Lebel. Das ist also Pony. Man merkt gleich, dass es hier nur so von kampfstarken Trainern wimmelt. Dieses harsche Wechselspiel zwischen Natur, Mensch und Pokémon. Training kommt gar nicht in Frage, Chefin. Schließlich sind wir hier, um Urlaub zu machen und nicht, um uns zu verausgaben. Du bist doch der Trainer, dem ich auf Arcade den Donnerschein gegeben habe. Freue mich, dich kennenzulernen. Erster Champ von Alola. Mein Name ist Annabelle. Annabelle und Lebel. Ich arbeite für die internationale Polizei. Champ, die Chefin weiß einfach alles, beeindruckend. Du bist in der wichtigen Angelegenheit unterwegs, nicht wahr? Kümmere dich erstmal darum, denn diese Sache verlangt deine ganze Aufmerksamkeit. Mit deinen Gegnern ist nämlich nicht zu spaßen, doch mit deinen Pokémon sollst du in der Lage sein, sie zu besiegen. Wie? Okay, da komme ich nicht lang. Okay. Dann Mist. Annabelle kennt man aus einer anderen Gen. Leonidas, cooler Name. Naja, in Griechenland. Es ist krass, wie weit man weg sein kann.
In Gen 3 leitet Annabelle als Koryphäe den Duellturm. Kein Wunder, da ich das nicht kenne. Soll ich da runter? Ne, ich soll ihn besiegen. Erste Aerodactyl. Warum machst du auch freier Fall? Dafür, dass es Flug ist. So gut, die Lore-Videos, hast du die geschaut? Nee, ich gucke keine Lore-Videos. Interessiert mich nicht, meistens. Ich habe das Gefühl, ich kann hier nicht meinen Taurus rufen. Vielleicht finde ich ja noch ein paar Freundschaftsbären. Da war keiner dabei. Ibitak! Also Pokémon Dash habe ich schon installiert und es funktioniert auch, aber es ist wirklich schrecklich. Ich habe nur kurz das Tutorial gespielt und es ist wirklich schrecklich. Du steuerst... Irgendjemand von euch hat es mal gespielt und erzählt. Du steuerst Pikachu und musst Rennen machen. Aber die Rennen steuerst du, das ganze Spiel steuerst du mit Touchscreen. Und du musst auf dem Touchscreen quasi die Bewegung zeigen, wo Pikachu hinrennen soll. Und da musst du halt in einer gewissen Zeit an dem Ziel sein. Aber es ist nicht mal so, dass du einfach nur quasi auf dem Touchscreen dahin zeigst, wo es hinrennen soll, sondern musst die ganze Zeit dahin wischen. Du wischst quasi in die Richtung, wo Pikachu hinrennen soll. Das heißt, du bist die ganze Zeit, nicht, dass es schlimmer ist wie Ranger, doch Dash ist natürlich schon schlimmer als Ranger. Du bist die ganze Zeit am Wischen in die Richtung, in die es einfach rennen soll. Du bist nur normal. Ich habe keinen Kampf. Hat Wolverock Kampf? Nee, Wolverock hat auch keinen Kampf. Hab ich als Kind geliebt. Echt, aber du bist die ganze Zeit am... Dein armer Bildschirm. Okay, danke für diesen Brüller. Geil, machen wir Sturzflug. Sag mal, kannst du nur Brille? Kannst eine Z-Attacke nicht wegbrüllen. Und dieses andere Spiel, Pokémon Play It, kriege ich nicht zum Laufen. Das ist ein PC-Spiel und ich krieg's nicht zum Laufen auf Windows 11. Und das ist so ein unbekanntes Spiel, dass es auch keine Videos dafür oder irgendwelche Patches gibt, die das auf Windows 11 laufbar machen.
Ich will es euch mal zeigen, weil es so abstrus ist. Du hast so eine Folie auf deinem Touchscreen, achso. So, jetzt muss ich aber wieder zurück, weil ich halb tot bin. Dann gehen wir in die Höhle und da ist hoffentlich Muramura. Muramura. Ravensburg hat auch gute Pokémon-Puzzle. Puzzles. That's the puzzle. Dave. Du willst ja keine Spoiler. Mach einfach weiter. Jetzt weiß ich aber, dass ich auf dem falschen Weg bin. Das ist doch egal, ich muss doch eh überall einmal hin. Ich erkunde doch nur das Endgame-Gebiet. Tunnel in der Ebene. Z-Kristall. Nice. Schau, was war jetzt daran schlecht? War doch gut, dass ich hier hingegangen bin. Hier war doch gar kein... Da ist noch ein Ball. Das ist schon Venikro. Nö. Ich meine, das ist Venikro auch Freundschaft. Venikro ist ja auch Freundschaft. Sollte ich mir Venikro holen? Nee. Ja, wo ist es? Drachenpuls, okay. Zeigt euch ihre Muramura. Ja. Hier ist die Musik krass. Verstehe ich nicht. Da ist es. Ich hatte schon erwartet, dass das ist. Aber ich wollte noch gucken, ob ich nicht irgendwo einen Weg vergessen habe oder so. Muramura einfach so im Gras? Jetzt habe ich aber keinen Parasekt dabei. Wie sind die Wahrscheinlichkeiten? Wahrscheinlich auch. Waren die? Warte, die waren besser. Wie heißt das? Das heißt nicht Muramura. Heißt das... Gaslord? Nee. Stakatakaka? Stakata? Stakatakatakataka. 5%? Nee. 3%. Es ist genauso wie Zygarde. Oh Gott. Und ich muss 2 fangen? Ich muss, glaube ich, 2 fangen. Was ist das überhaupt? Stakataka.
Stakataka. Kannst zwei fangen, ja. Aber das zweite reicht auch im Ultraball. Ja, oder ich besiege einfach das zweite. Bestienboost? Amphira bringt es um. Ich hab Angst. Knirscher. Hallo, hallo. Stahlgestein. Also Kreuzschere. Oh, noch weniger. Hallo, Benny. Ups. Nein! Leo, hier drüben! Was? Zählt es? Ich konnte es leider nicht fangen. Das macht nichts. Es wird sich wohl erstmal eine Weile verstecken und keine anderen Pokémon mehr angreifen. In der Zwischenzeit werden wir unsere Daten analysieren und später können wir es gemeinsam mit der Ada Foundation fangen. Es scheint so, als irrten hier immer noch einige Muramura umher. Gut, dann wollen wir die mal schnell einfangen und dem Ultra-Forschungsteam übergeben. Das heißt, ich muss es nur finden. Ich kann auch flüchten. Oder kann ich jetzt die anderen nicht mehr fangen? Ich will eh neu starten. Wobei, dann muss ich nicht mehr eins. Ach, keine Ahnung. Ich gehe Parasek holen. Unterschied zu Sun and Moon groß, habe nur die Version gespielt und überlege, meine Ultrasonne auszupacken. Keine Ahnung, ich habe Sonne und Mond nie gespielt. Aber ich glaube, alles, was jetzt gerade passiert, ist zusätzlich. Und das Ende war anders. Ja, ich bin jetzt bei einem geflüchtet. Dann könnte ich es später shiny hunten. Ich werde es sicher nicht hier shiny hunten. Achso, wobei in den Wurmlöchern sind die Wahrscheinlichkeiten ja noch besser. Wobei 1 zu 100? Ein Adventure? Ein Abenteuer ist einfacher. Eben. Wow, warum habe ich nicht gespeichert? Warum habe ich kein Parasek mitgenommen? Warum bin ich so unglaublich dumm und kann Multitasking überhaupt nicht mehr? Das gibt's gar nicht in den Wurmlöchern. Ah. Warum war die Laubklinge so krass?
Hallo Schrick. Dankeschön, Schrick. Für deine 11 Monate Prime. Hallo, Happy. Ist einfach Zorak im Gras. Kann ich ja nie flüchten. Ich sollte, glaube ich, eh mit dem anderen Pokémon starten und Muramura erst einschläfern, wenn es am Ende ist. Ja, ja, ja. Genau, es ist gar kein Zoroark, sondern das nächste wilde Pokémon. Es war ein Muramura. Als ein Flammenwurf. Vielleicht ist das zu viel, aber vielleicht ist es auch genau richtig. Okay. Ich traue mich nicht nochmal. Oh mein Gott, warum ist es so stark? Ah! Dann sollte aber Drachenpuls nicht so stark sein. Stärke hätte sein können. Wollt ihr wieder eine Feuersage machen? Ob ich es überhaupt schaffe? Und aufgebe. Soll ich jetzt Parasect machen? Ich will es aber im roten Bereich haben. Ich habe keinen Bock, wieder 60 Bälle zu schmeißen. Narion hat der Knirscher war ganz gut. Ja, okay. Ihr könnt wieder 2 Minuten euch aussuchen, ob ich 10, 20, 30 brauche. Gebt all eure Punkte aus, dafür sind sie da. Und gleich schmeiß ich
hast nicht mal Punkte dafür. Doch, du hast gesagt, du hast 90 Punkte. Alter. Alter, Mann. Wie lange dauert es, bis du den ersten Ball wirfst? Genau. Ah, ich mach jetzt. Ich kann ja noch einen Gigasauger machen oder so. Ist der schneller als ich? Red Face, du bist ein Voltrean. Oder? Voltreant. Ist das jetzt zu stark, weil es einfach Stein ist? Oh mein Gott, okay. Jetzt muss ich aber kurz warten, bis ihr fertig habt. Romero ist eins der langsamsten Pokémon. Ey, aber die in Breath of the Wild, die Wächter, die konnten schon schnell sein. Wettet. Verwettet eure Punkte. Alle 10 kriegt ihr eure Punkte sogar wieder zurück und ihr habt sie nicht verloren. Die Nullerrunde. Digga, digga, ding. Digga, digga, ding. Mura, mura, mura. Mura, 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 ma. Mura, mura, mura. Okay. Let's go. Nummer 1. Sollten eine Wahrscheinlichkeit von 6% sein. Zwei. Diesmal, alle, die ich bis jetzt sehe, sind auf Level auf Stufe 3 gegangen. Das heißt, ihr glaubt diesmal, dass es länger dauert. Segat hat 53 gebraucht, glaube ich. Ich sage, es bleibt sofort drin. Kann halt sein, dass ich gleich nicht mehr Pilzspore machen kann. Dann ist es wie Segat. Oder Dave hat recht und es bleibt in den ersten 10 drin. 3 Bälle für Muda. Tada. Schön. Und jetzt noch das andere Clown-Gesicht. Leo, hier drüben. Ich stehe vor dir, Tali. Mura, war zu stark. Ich konnte es leider nicht fangen. Aber ich... Achso, ich muss ja jetzt ein 8. Das war, weil ich habe neu gestartet. Könnt ihr mal acknowledgen, dass ich es aber habe? Pyro, du bist ein Scaraborn. Das heißt, ich flüchte jetzt vor dem, falls ich es doch hier shiny handen möchte. Aber ich glaube sehr sicher nicht. Leo, hier drüben. Es dürfte uns die erforderlichen Daten liefern, um in Zusammenarbeit mit der Aether Foundation Maßnahmen zum Schutz der Ultra-Bestien. Vielen Dank. Es wundert mich, dass du gerade Champ geworden bist. Wir verabschieden uns auf die letzte Weise Begegnung. Ganz schön schwer zu lesen, so schnell. Hallo Scarlight. Was, wir sollen nach Hause gehen? Aber.
Achso, ich muss noch einlösen. Ja, Moment. Hier sind eure Punkte. Wie viel hast du gekriegt, Dave? Wie viel habt ihr verloren? Jetzt hat es Leo zum Champ geschafft und hier stehen immer noch Kartons herum, die weggeschafft werden müssen. Ja, Mutter, mach mal Haushalt jetzt. Komm, Mauzi, haut. Heute ist der Tag, an dem wir... Mauzi haut. Heute ist der Tag, an dem wir der Unordnung den Kampf ansagen. Wie könnte das sein? Alles in Ordnung. Sehe ich aus, als wäre alles in Ordnung? Nichts in Ordnung. Ist das ein Freund von dir, Leo? Freut mich, dich kennenzulernen. Ich bin die Mutter von Leo. Hast du keinen Namen? Seine Mama-Mama-Mutter. Ich heiße es Chris. Einatmen, Ausatmen und ein was? Was ist mit dem? Ich hatte gehofft, du könntest mir helfen. Wie aus dem Nichts ist eine geheimnisvolle Truppe von Tu-Nichts-Guten aufgetaucht und sie haben den Festivalplaza an sich gerissen. Oh nein. Ach, den Festivalplaza. Oh nee. Oh, ist das die Team Rocket-Ding? Weil R. Deshalb sieht das Schloss auch so anders aus. Irgendwie cool. Ja genau, du und ich, wir sind voll auf einer Wellenlänge. Die düstere Atmosphäre erinnert mich total an den letzten Level aus einem Videospiel. Wer auch immer unsere Feinde sind, sie haben Geschmack. Aber zurück zum Thema. Es gehört einiges dazu, meine perfekte Sicherheitsvorkehrung zu überwinden, selbst wenn sie einen Fehler im System ausgenutzt haben sollten. Wer auch immer den Festival Plaza übernommen hat, es sind keine Amateure. Leo, würdest du mir bitte helfen, den Festival Plaza zurückzuerobern? Mit einem Champ wie dir an meiner Seite habe ich selbst vor dem übelsten Endgegner keine Angst. Okay. Wir haben hier peinlich ständig Besuch zu bekommen und es stehen immer noch die Kartons rum. Schon, gell, JJ? Schon, gell? Diese Mutter. Oh mein Gott, it's Rainbow Rocket! Halt, wer seid ihr? Und wie seid ihr hier reingekommen? Eigentlich dürfte niemand Zutritt zum Rocket-Schloss haben. Ich hab Administratorenrechte. Ich bin Admin. Anti-Mini, du hast was? Versuch ja nicht, mich mit schwierigen Wörtern durcheinander zu bringen, du Nerd. Wie auch immer. Dieses Schloss wird jetzt von uns kontrolliert. Wir haben hier alles lahmgelegt und egal, wer ihr seid, ihr könnt rein gar nichts daran ändern. Wahahahaha. Sieht aus, als hätte ein gewisses Team Rocket den Festival Plaza übernommen. Das scheinen richtig üble Gestalten zu sein. Aber er sagte, dass Team Rocket hier alles lahmgelegt habe. Was meint er damit? Gib mir einen Augenblick, um die Lage genauer zu analysieren. Ist er eine Maschine? Verstehe, so ist das also. Sie haben mithilfe eines Programms dafür gesorgt, dass wir im Schloss keine Pokémon aus unseren Teams mehr verwenden können. Wir müssen einen Weg finden, wie wir Team Rocket ohne die Hilfe unserer eigenen Pokémon aus dem Schloss vertreiben können. Also noch Team Rainbow Rocket. Die haben Rainbow. Die haben kein rotes R, sondern ein Rainbow R. Hallo. Kämpfen. Hallo, kämpfen. Kann ich mein Ami, mein Typ 0 hier wenigstens, was macht man mit denen, massieren? Ist dir eine Methode eingefallen, mit der wir Team Rocket von hier vertreiben können? Nein. Oh. Die Pokémon anderer Trainer. Die Kampfagentur. Die Kampfagentur? Aber natürlich. Wenn wir die Kampfagentur nutzen, können wir einfach die Pokémon anderer in den Kampf schicken. Es macht nichts, dass wir unsere eigenen nicht einsetzen können. Brillant. Warte kurz. Ich greife mit meinen Administratorenrechten auf den Debug-Modus zu und starte den Empfang neu. Das heißt, Team Rocket ist auch nur digital hier drin. Jetzt haben auch wir Zugriff auf die Kampfagentur. Aber mehr kann ich im Moment leider nicht tun.
Leo macht dir die Kampfagentur zunutze, um Team Rocket zu besiegen. Ich werde dabei versuchen, meine übrigen Zugriffsrechte zurückzubekommen. Wie? Ich kann nicht meine eigene nehmen, aber ich muss Typ 0 doch befreunden. Oh Gott, okay. Team Rocket hat meistens Gift-Pokémon. Und Flambirex kann vielleicht eine Bodenattacke. Aber eher eine Kampf- und Feuerattacke. Iridium, schlecht. Piondragi, ich nehme Flambirex. Ist das random oder gescriptet? Ich hätte Bericht anschauen können. Whoops. Es ist jetzt wenigstens ein Rocket-Mensch. Okay. Okay, cool. Coole Socken, ey. Ah ja, okay. Team Rainbow Rocket, die heißen wirklich so. Das war geraten. Team Rainbow Rocket Rüpel. RRR. Soll doch ein geiler indischer Film sein. RRR. Komm, hab eine Bodenattacke, Flamirex. Irgendwas. Das Spiel hat gehangen. Ich hab zweimal nur A gedrückt. Aber okay, Flammblitz. Okay, das tut weh, aber auch. Oh Gott. Es hatte sogar Erdbeben. Also mein Flambirex hatte ja damals eine Gesteinsattacke. Ich weiß das, glaube ich, noch. Ja, Mann. Aber... habe ich echt jetzt nur ein Pokémon? War das nicht... ist das nicht so ein Rundkampf hier? Nein, ich habe drei Pokémon. Ach, ich habe nur das erste ausgewählt. Ich habe gar nicht ausgewählt, welche ich habe, sondern nur das erste. Dann mache ich jetzt Flammblitz und... vielleicht... oh, ich habe sogar eine Beere. Eine Flinkklaue. Hat zufällig die Flinkklaue jetzt gewirkt und let's go, auf Wiedersehen. Ah ne, ich habe Raikou und Bronzong. Und das sind wahrscheinlich die Pokémon von den anderen beiden. Ich weiß nicht, was jetzt kommt. Raikou, los! Ja. Ein Kantoradikal, stimmt. Uff. Hallo. Der hatte nur... ah ne, drei. Unmöglich, wie konnte ich gegen ein Kind verlieren? Hey, es ist nicht erlaubt, die Pokémon anderer Trainer so unverschämt gut einzusetzen. Schnappt sie euch. Dieses Schloss verkörpert die Ziele und Ideale von unserem Boss. Wir dürfen nicht zulassen, dass diese Stümper es uns wieder wegnehmen. Gerade noch rechtzeitig, Systemwiederherstellung eingeleitet. Schmelzen sie alle so. Es ist sehr effektiv gegen Team Rocket. Das war Rettung in letzter Sekunde. Danke für deine Hilfe, Leo.
Weil du die ganze Aufmerksamkeit von Team Rocket auf dich ziehen konntest, hatte ich genug Zeit, um meine Administratorenrechte wiederzubekommen. Mit Hilfe meiner Befugnisse habe ich den Mitgliedern von Team Rocket auf unbestimmte Zeit die Zugriffsrechte entzogen. Anders gesagt, wir sehen diese Typen hier nie wieder. Aber sie können sich einfach ein neues E-Mail. Sie können sich einfach eine neue E-Mail-Adresse besorgen und kommen wieder rein, oder? Es mag von Team Rocket entworfen worden sein, das Schloss, aber ich finde es trotzdem ziemlich cool. Weißt du was? Ich füge es einfach als eine mögliche Schlossgestaltung hinzu. Ja. Gut. Erzwinge das Gefühl, die nutzloseste Fähigkeit im Kampf? In kleinen, kurzen Kämpfen bestimmt. Da sind noch Kartons. Zahltag. Mauzi setzt Anschalter ein. Ist jetzt unser Mauzi unsere Fernbedienung? Wir schalten nun direkt zum Ort des Geschehens. Die Etta Foundation. Ah, oh, Samantha. Viele von ihnen werden aufgrund der Berichte über die schwarzen Wolken, in denen Pony versunken ist, verständlicherweise besorgt sein. Wie wir nun berichten können, steckte hinter diesem Phänomen eine zuvor unbekannte Ultrabestie namens Necrozma. Sie kam über eine Ultrapforte zu uns, einer Verbindung zwischen ihrer und unserer Welt, um das Licht der Alola-Region zu stehlen. Aber sie können beruhigt sein. Dem Einsatz eines mutigen Trainers haben wir es zu verdanken, dass die Krise abgewendet werden konnte. Alola wird nicht von der Dunkelheit verschlungen werden. Erwähnt sie noch nicht mal meinen Namen. Erwähnt sie nicht mal meinen wunderschönen 3-Buchstaben-Namen. Wir von der Aether Foundation werden unermüdlich an der Erforschung dieser Ultrapforten arbeiten, um zu gewährleisten, dass sich derartige Ereignisse nicht wiederholen können. Genauer gesagt werden wir uns insbesondere mit der Forschung... Mosquito. Eine Ultrapforte. Wie ist das möglich? Oh, die sind jetzt auch hier. Geil. Ich dachte, es war schon vorbei. It's Giovanni. Team Rainbow Rocket. Durch ein unerwartetes Ereignis ist hier das totale Chaos ausgebrochen. Hallo Shadowhunter. Die RR-Episode. Ich dachte, sie ist schon vorbei. Leo, ist irgendwas passiert? Ah, nix. Oh mein Gott, es ist Lilly. Tut mir leid, dass ich einfach unangemeldet hier auftauche. Aber ich war bis eben im Pokémon-Labor Nachrichten schauen. Hast du auch gesehen, was passiert ist? Yep. Eine Ultrapforte. Sie hat sich mitten in der Pressekonferenz geöffnet und dann ging es darunter und drüber. Vielleicht sollte das alles ja nur Teil einer mehrwöchigen Show sein. Ich bin mir sicher, dass es meiner Mutter gut geht. Die hasst dich. Deine Mutter hasst dich. Ich gehe lieber auf Nummer sicher und schaue im Etherparadies vorbei. Entschuldige bitte die Störung. Die ist nur reingekommen, um zu sagen, Leo, kannst du bitte mitkommen, denn ich habe null Ahnung, null Mut, null Kraft, keine Pokémon. Bitte komm mit und rette mich. Aber nicht mit mir. Ich gehe pennen, ich gehe ins Bett. Wo ist mein Bett? Mutter, haben wir nicht mal Kohle, um ein 2-stöckiges Haus zu besitzen? Auf Alola? Hallo Mega Pikachu. Also ich muss das jetzt machen, oder? Hallo Rubin. Ich muss das jetzt machen, um weiterzukommen. Aber ich habe nirgendwo... Achso, ich soll einfach in die Foundation gehen? Oder war das auf der Spitze hier?
war wahrscheinlich hier. Hallo Leute, warum ist hier alles normal? Hier ist aber kein Rocket-Rüpel-Zeug. Ah, sie ist hier. Leo, es ist furchtbar. Mutter ist und auch das Ätherparadies wurde. Alles ist plötzlich. Rät aus! Genau, beruhig dich erstmal. Verzeihung, es ist nur, ich mache mir solche Sorgen. Schön, dich wiederzusehen. Leo, lass mich dir erstmal den Sachverhalt erklären. Ja, bitte, irgendjemand kann mir doch erklären, was hier los ist. Wie du sicher weißt, hat die Präsidentin wegen der schwarzen Wolken, die über Pony erschienen sind, eine Pressekonferenz. Ja, ich war dabei. Los, los, los. Übeltäter, Rainbow Rocket. Pia hat gesagt, dass Team Rainbow Rocket meine Mutter als Geisel genommen habe. Ach Mutter, deine Mutter hasst dich, Lilly. Ich habe mir bereits diverse Optionen durch den Kopf gehen lassen, wie wir die Präsidentin aus den Händen dieser Verbrecher befreien können. Unsere Gegner, die haben keine Ahnung, die haben alle Gift-Pokémon, geht mit Boden rein. Ich helfe, ich helfe. Vielen Dank, Leo. Mit dir an unserer Seite fühle ich mich gleich viel zuversichtlicher. Es wimmelt dort nur so von den Schergen von Team Rainbow Rocket. Deshalb möchte ich dir den hier überreichen. Du wirst ihn brauchen. Maximala Sada. Ich glaube, ich habe schon 3 Stück davon und weiß nicht, wofür sie sind. Essen. Versprochen. Ich bin's. Düse. Hallo Düse. Dankeschön für dein Prime. Vielen Dank. Verschwindet, Eindringlinge. Das kannst du getrost mir überlassen. Mit was? Hast du überhaupt deinen Cosmog wieder? Okay, also kämpfe ich mich jetzt hier durch. Bekomme ich irgendwas am Ende dafür, dass ich mich jetzt hier durchkämpfe? Irgendeine Ultrabestie muss doch da am Ende auf mich warten. Weil ich habe, also als die Pforte aufgegangen ist, hat man Moskito-Geräusche gehört. Deswegen denke ich jetzt, dass der Moskito dahinter ist. Aber Moskito ist keins von den ultra-ultra-neuen. Weil dann erwarte ich ja den Clown. Lasphelion oder so. Joa. Ich ist ein böses, dickes Menki. Ich spiele aktuell das erste Mal Gen 7, aka Cutscene-Hölle. Guck gerade viele Origin-Dex-Videos. Finde ich klasse. Dankeschön. Ich spiele auch zum ersten Mal Gen 7. Und ich hab mir mehr Cutscenes vorgestellt. Ich dachte, es ist viel schlimmer. Mich stört nicht mal, dass es Cutscenes gibt. Mich stört, dass die Lilly so viel Quatsch labert. Nicht Tali ist lang nicht der schlimmste Charakter. Lilly ist so viel schlimmer. Mein erstes Level 70 Mon, oder? Typ 0 liebt mich schon. Vielleicht entwickelt sich's. Team RRR. Wollte mal Muramura und Kopulose nicht schon in Sonne und Mond fangen? Weiß ich nicht, was ist denn dann hinzugekommen? Muramura und Kopulose sind die beiden, die halt die letzten sind. Deswegen dachte ich, die sind dazugekommen. Was ist denn dann dazugekommen? Nix. Ach stimmt, nix. Nee, die kamen hier neu. Schau, die kamen hier neu. Katagami. Das macht aber keinen Sinn, wenn es Katagami ist. Weil dann wäre es zwischendrin. Und du kannst kein Pokémon zwischendrin einfügen. Lilly sollte der Main-Character sein, würde so viel mehr Sinn machen. Du meinst, dass ich Lilly steuere? Dann wäre ich aber ein sehr schwacher Trainer. Ach, Venico kam auch dazu. Ja, das sieht man, weil Marshadow war ein Event.
Dann sind die vier dazugekommen. Und dann war Zeraora das Event. Ja. Stimmt, Venikro muss ja dazugekommen sein, weil das ja von den beiden. Weil es sie immer eingesetzt hat. Hallo. Irgendwann kriegen wir ein Pokémon-Spiel, wo die Trainer auf Geräusche reagieren und dann gucken sie dahin, wo die Fußstapfen herkommen. Bin sehr gespannt, was du zum Ende sagst. Ist Giovanni so voll Rainbow geschminkt und so? Ich bin gespannt. Uff, Apollo. Man nennt ihn Giovanni den Clown. Er ist Coplosio. Warum hat die ein Level 61 Alpollo? Warum darf sie das nicht haben? Vielleicht hat sie keine Freunde. Also wenn du was auf 61 haben kannst, dann Alpollo. Was meinst du? Smetbo wäre komisch. Safcon wäre komisch. Aber warum kein Alpollo? Nicht jeder hat ein Gameboy-Link-Kabel. Aber dann tauscht man mit sich selbst. Ja, aber dafür brauchst du dann erst recht zwei Gameboys und ein Link-Kabel. Vielleicht hat sie das nicht. Warum schämst du sie, dass sie das nicht hat? Ich weiß nicht, wie gut das Gehalt von einem Rocket-Rüpel ist. Vielleicht will sie auch einfach kein Gengar, weil Alpollo viel cooler ist als Gengar. Glaubt man sich als Rüpel nicht ein Gameboy? Okay, vielleicht. Hier sieht die Villa wie ein Schloss aus. Sind das die Auswirkungen der Ultrapforte, von denen Pierre gesprochen hat? Kein Schritt weiter. Muss ich jetzt Mr. Käfer wieder besiegen? Fabian, was tun Sie denn hier? Genug von diesem Unsinn. Seid brave Kinder und hört auf, euch Team Rainbow Rocket zu widersetzen. Warum ist... Wie meinen Sie das? Wenn Team Rainbow Rocket das Etherparadies erstmal unter seinen Fittichen hat, dann wird das unserer Organisation zu neuer Größe verhelfen und wir können noch mehr Pokémon in unsere schützende Obhut nehmen. Soll dieser Plan dank meiner Hilfe aufgehen und man kann bla 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 bla. Und dann hat er noch nicht mal Libeldra. Kämpft sie mit mir jetzt? Hilft sie mir einmal? Oh mein Gott, sie kämpft mit. Oh mein Gott, ruft sie jetzt Solgaleo oder so. Pipi. Ein Mondstein ist leichter zu haben als ein Linkkabel. Gott, ruckelt das Spiel. Warum habe ich Parasekt dabei? Ach, weil ich dachte, dass hier Ultrabestien kommen. Ich habe gar keine Flächenattacken mehr. Ich hätte... Ja, woher soll ich wissen, dass hier Teamkämpfe kommen? Die haben auch 6 Pokémon. Aber wir haben
12? Wann hört Lilly auf, Pokémon reinzuschmeißen? Ja, mein Team ist nicht gemacht für Kämpfen gerade. Also, ich habe halt Parasek. Und Typ 0, mit dem will ich nicht kämpfen. Nicht mit Typ 0, weil es nur Level 60 ist. Ich glaube, ich schaff's schon. Nee, dann habe ich Silvaro dabei. Was ist mit Hypno los? Was ist denn mit Hypno los? Ich würde so gerne die IVs anschauen von diesem Pipi. Ist wahrscheinlich das schwächste Pipi. Ich nähere Fisch. Ist glaube ich Psychowasser oder nur Wasser? Psychowasser. Und tschüss. Aber es ist ein Tank. Ich habe keinen Silvaro dabei. Hm. Donarion. Ach, Donarion. Wird aber danach heilt mich Lilly, oder? Safe. Was hat sie jetzt? Was kommt jetzt? Pummeluff. Nichts. Nichts. Wie können Leute den Charakter von Lilly cool finden? Also wenn die irgendwie Entwicklung durchgemacht hätte, wenn die irgendwie besser geworden wäre, wenn sie stärker geworden wäre, aber nein. Sie ist der gleiche hilflose, unnützige Charakter von Anfang an. Kein Pokémon hat sie dabei. Wow. Ein Pipi hat sie dabei. Während wir ihre Mutter aus den Händen von Team Rocket retten, nimmt sie ein Pipi mit. Genau, sie hat mich. Ja, aber sie ist die ganz große, starke Lilly. Ich meine, ich habe einen Parasek dabei, aber das kann wenigstens was. So. Moment, die haben noch zwei. Der linke hat noch einen danach. Oh. Nice. Dann lass mich Irokex. Ja, okay. Okay.
Darf ich zuerst? Ohne sie hättest du keinen Reflektor und kein Lichtschild gehabt. Mimi, ja, aber sie hätte vielleicht mehr als nur ein einziges Pokémon mitnehmen können. In der großen Rettungsaktion. Die ihre Idee war, ich würde ja Samantha, wenn ich Lilly wäre, würde ich Samantha ja einfach. Ich meine, ich rette hier alles wegen der Welt. Lilly rettet, glaube ich, alles, um ihre Mutter Samantha zu retten, die sie verstoßen hat. Oder ein Pixie, oder mal schnell kurz einen Mondstein besorgen. So, Typ 0 weiterhin positiv. Es liebt uns. Heilst du mich? Lilly, heil mich. Oh nein. Heilst du mich, Lilly? Oh nein. Sandwich-Katze, du bist ein Deponitox. Ich habe das Gefühl, ich werde nicht geheilt. Was bedeutet, ich muss den ganzen Weg zurückgehen? Kann ich von hier fliegen? Ich kann von hier fliegen, okay. Wahrscheinlich werde ich direkt im nächsten Screen geheilt. Ich mache Parasect weg. Ich bleib bei Typ 0. Ich will Typ 0. Typ 0 muss gelevelt werden. Ah, Parasect. Frage, ob ich Silvaro oder Pampros hole. Pampros hat halt Erdbeben. Wenn es jetzt nochmal Teamkämpfe sind, dann ist Erdbeben halt geil. Aber Silvaro hat dafür die starke Geistattacke. Aber die hat auch Mimikma. Eigentlich ist Erdbeben und Kraftkoloss schon besser. Ich lasse meinen Starter hier. Ich liebe Silvaro. Aber es ist in meinem Spieldurchgang hier einfach kein guter Kämpfer. Kämpfe werden knackig. Hallo Sota, Gen 7 only, außer Parasect. Gen 7 only, Dragoran kann mich mal. Aber vielleicht hole ich mir noch einen Low-Level Dragoran hier im Spiel. Es gibt nämlich einen Level 10 Dragoran hier zu holen. Level 9 Brutalanda und Level 10 Dragoran oder auch Level 9, aber ich glaube Level 10 Dragoran. Lilly hat einfach ihre restlichen 5 Pokémon für den hier aufgebraucht. Der hat es nicht mal mehr geschafft zu stehen. Weißt du, wenn ich mit meinen Gegnern fertig bin, dann bleiben die noch stehen. Aber Lilly, doch, wir haben nur nicht zugeguckt. Vielleicht war sie ein komplett verrückt. Sie ist komplett so eine Bestie einfach. Sie ist komplett auf ihn losgegangen. Sie hat ihn einfach selber verprügelt. Sie hat das Pipi gar nicht benutzt. Sie hat ihn einfach verprügelt. Deswegen liegt er da. Okay, Madame. Weiter geht's. Das ist, glaube ich, die einzige Flächenattacke, die ich habe. Das sieht schon cool hier aus, das Schloss. Ist eh zu. Nein? Vielleicht wurde er auch oft zugelabert. Ich war immer so Angst um meine Mama. Und er so, und hat sich einfach hingelegt. Tolle Idee, Lilly. Eindringlinge. Oh. Warte, meine Beine zittern plötzlich.
Passt mal auf, ihr Knöllche. It's Bromley. Oh mein Gott, er hat sein Zeichen hindurch gestrichen. Kein Erbarmen, keine Gnade. Ich bin euer schlimmster Albtraum. Hier kommt der große, böse Bromley. Hey, dich kenne ich doch. Du bist der Boss von Team Skull, diesem erbärmlichen Haufen Verlierer, der sich vor einer Weile aufgelöst hat. Keine Prinzipien, keine Ideale und so jemand besitzt die Dreistigkeit, in unsere Rocket-Schloss einzudringen und uns dazwischen zu funken? Da hat er recht. Team Rocket ist um einiges cooler als Team Skull. Tja, was soll ich sagen? Damit liegst du völlig richtig. Ich bin wirklich ein hoffnungsloser Fall, ein unbedeutender Nichtsnutz. Aber auch so jemand wie ich hat was, das er mit seinem Leben beschützen würde. Und wenn jemand es wagt, sich daran zu vergreifen, dann mache ich ihn eigenhändig platt. Ja, Pipi ist tot, jetzt kämpfen wir mit Bromley. Besser. Hat Bromley sein Käferwassertier? Radikal und Ibitok? Ibitok ist jetzt uncool, Mann. Ich hab doch... Oh, na gut, Steinhagel. Steinhagel geht auch auf beide. Hey. Tektas. Ich vergesse den Namen Tektas immer. Tektas. Tektas. Tolles Tektas hast du da. Ah, hey, er hat wenigstens zwei Pokémon. Team RR lässt sich von einem kleinen Kind und einem Hampelmann wie dem da unterbuttern. Sieht aus, als hätte man uns aus dem Weg geräumt. Das war mal wieder ein Schuss in den Ofen. Wie fandet ihr den Titel von meinem neuen YouTube-Video? Ich fand ihn durchaus sehr kreativ. Bin sehr stolz auf den Titel. Der Titel ist bestimmt nicht gut für SEO, aber ich finde den Titel trotzdem gut. Ah, jetzt gibt's hier ein Heilzimmer. Gott, was ist das für ein krasses. Das ist ja ein riesiges Kapitel jetzt hier. Wer wird der Nächste im Interview? Weiß ich nicht. Und wenn, würde ich es euch nicht sagen. Aber ihr könnt gerne Vorschläge machen. Bisher die Vorschläge auf YouTube, die kenne ich alle, die Menschen. Die sind mir alle klar, dass ich die fragen könnte. Was, Superzahn ist daneben gegangen? Was? Schon wieder? Zwei miteinander? Jetzt solltest du lesen. Was sollte ich denn lesen? Jetzt wird's cool, Leo. Trust me. Okay. Ich lese. Genau, lass mich selber herausfinden, dass ich lesen soll. Oh, ist das... Okay. Es wird schwer für mich.
Hm? Hä? Heißt das, das war... Hä? Das war aber nicht falsch, hä? Oder irritiert er mich bloß? Hä? Was hat er gemacht? Der hat mich jetzt echt abgelenkt. Er hat es auf jeden Fall geschafft, was er machen wollte. Was? Ich meine, aber ich will trainieren. Okay, dann okay. Will er nicht mehr kämpfen, wenn ich es geschafft habe. Ach, die wollen gar nicht? Ach, die, das war dann nur der Erste, wollte kämpfen? Die wollen gar nicht kämpfen, okay. Uff, am Anfang vergessen. Kann ich nochmal anschauen lassen? Jetzt ist es anders. Oh, okay, das ist gemein. Also ich habe den Anfang nicht aufgepasst. Es geht schon, es geht schon. Ich suche einfach eins, bis eins einfach wird. Was? Zwischendrin lenken die einen ab? Moment, aber auch wenn ich die einmal besiegt habe? Okay, das ist gemein. Okay, das ist gemein. Endlich mal schwere Rätsel. Zum Glück kann ich einfach klippen und mir wieder anschauen. Zu hoch. Kurz komplett erfroren oben. Weiß ich nicht mehr. Ja, okay. Tja, das war aber ein Schuss in den Ofen. Hast auch Anime geguckt? Boah, das ist schwer. Es ist echt schwer. Ich glaube, ich weiß es. Oh. Kam links oder rechts zuerst? Nein, es kam rechts zuerst. Dann hätte ich es gewusst danach. Okay. Das ist nicht das von vorhin? Das ist gleich wie von vorhin, glaube ich. Hallo Andi. Okay, ich habe den gleichen Fehler wie vorhin gemacht. Hä? Ist wieder das gleiche. Das Spiel hilft mir jetzt. Runter, rechts, oben, links. Runter, rechts, oben, links. So. Es hilft mir das Spiel?
Rechts, oben, links. Kann sein, dass sie, umso mehr man verkackt, desto häufiger kommt das Gleiche. Wo waren die Rätsel das ganze Spiel über? So viel besser. Schwebt ein Toxer? Nein, oder? Sandwich-Katze will die 26 und 168. Okay, das ist sick. Kein Pokémon, aber das ist sick. Das ist sick. Wenn es solche Spinnen wirklich gäbe, ich könnte auf dieser Welt nicht leben. Das ist sick. Ariaichu. Andi, du bist ein Aranestro. Ich könnte mir ja vorstellen, dass in Rocket, Team Rocket, gibt es die Regel, dass nur Giovannis Mobilikat haben darf. Das wäre viel cooler, die Regel. Oh, jetzt mach doch nicht sowas. Elektroball, wo sind wir denn hier? Im Kraftwerk? Entoron! Hm. Glaubst du, Suicune droppt von 9k? Nein, du musst mindestens auf 30k gehen. Das ist die Suicune-Regel. Oh, das ist, aber ja, es ist schneller als ich, das war klar. Einmal müssen, ich glaube, wir haben noch nie... Oh, ich habe Explosion überlebt, du Loser! Woher weißt du, dass der Raid gehackt war in Schwert und Schild? Woran sieht man das, Felix? Von dem Typ war .com. Okay, aber das Pokémon, was du am Ende fängst, ist doch... Okay, ja dann. Dann raus da. Raus aus dem Raid. Ampros lebt immer noch, es wird überleben. Die haben sogar die Oldschool-Kampfmusik hier reingemacht. Das ist cool, das haben sie cool gemacht, ja. Auch die Designs der Rübel finde ich nice. Die Musik ist gut, das Setting ist cool, die Rätsel sind gut. Das ist gut. Gut, und wenn das ganze Spiel jetzt so wäre. Aber es ist auch okay, dass das Endgame nur so hart ist. Aber dann eine Crossmas-Sacken schwer machen. So, dieses Alpollo kann aber schweben. Ich
traue mich nicht. Können alle Alpollos schweben? Ist eh schneller als ich. Ich mach mal Erdbeben. Okay. Nuller Runde. Einmal kurz auschecken. Aber es wiegt auch nichts. Nee, seit Gen 7 nicht. Was willst du sagen, dass Alpollo keine Schwebe hat seit Gen 7? Ich hoffe, du hast gerade hingeguckt. Warum machst du nur Groll? Gengar hat nur keine Schwebe mehr. Akuma, du bist eine Donnersichel. Aber Team Rocket ist wie eh und je. Sie könnten mich so leicht besiegen, aber sie tun es einfach nicht. Haben wir noch ein paar Member. Kommen jetzt gleich Jesse und James. Nein. Der ist aber okay. Ich weiß nicht mal mehr, wie er heißt. Aber ja, ich kenne ihn. Stattdessen muss ich erfahren, dass ein Kind für diesen Krach verantwortlich ist. Mein Name ist Mark. Ich gehöre Team Magma an. Gerade als mein Plan Früchte zu tragen schien, wurde ich von einem Erdspalt verschluckt und an diesen Ort gebracht. Ich muss aber zugeben, mir gefällt es hier recht gut. Das Wissen dieser fremden Welt hat sich als höchst interessant herausgestellt. Früher oder später werde ich in meine eigene Welt zurückkehren. Aber bis dahin möchte ich diese Welt noch ein wenig näher an meine Idealvorstellung heranführen. Mit seinen Kräften, Graudon. Hat der Graudon? Das wäre so geil, wenn er jetzt Graudon hat. Aber das heißt, war eigentlich, der existiert ja wirklich. Oder gab es keinen Mark in Gen 3? Wie hieß der denn in Gen 3? Weil die tun so, als ob das ja verschiedene Dimensionen sind. Aber ist es nicht einfach dann Zeitreise? Oder einfach gewarpt hierher? Warum ist es denn eine andere Dimension? Mark und Adrian. Mark hat eine Brille. Das ist auch der Mark aus Gen 3, den der Oras Mark hat eine Brille. Multiversum. Ja, aber warum Multiversum machen, wenn es die gleichen Charaktere sind? Deswegen das Lore-Video? Keine Ahnung. Hallo, Lurky. Also die sagen, das ist ein Mark aus einem von den Pokémon-Universen. Das ist jetzt nicht der Mark, den ich in Gen 3 besiegt habe. Das ist einfach ein Mark von vielen Marks. Das ist ein Mark aus einer Zeitlinie, in der er gewonnen hat. Okay, woher du das jetzt weißt, weiß ich nicht. Ich habe nur noch ein Erdbeben. Ist ein Hitler, der den Krieg gewonnen hat. Einer von vielen. Aus dem Lore-Video weiß er das. Ihr mit eurem Kack-Lore-Videos, hört auf damit. Nur weil ein YouTuber ein Lore-Video macht, heißt es nicht, dass es stimmt. Lore-Videos sind Leute, die sich einfach nur Sachen aus ihrem eigenen Kopf überlegen und sich denken, oh ja, das und dies und das. Also vielleicht. Aber wie, es interessiert mich eh nicht. Stimmt aber wirklich. Okay, okay. Um,
Fee gut gegen Unlicht oder Unlicht gut gegen Fee? Ne, Fee ist gut gegen Unlicht. Die sagen das auch noch hier. Ja, dann warte doch, bis ich da bin. Die Verionen von denen haben eine Überraschung für dich. Okay. Typisch. Typisch, dass ihr nicht einfach still sein könnt und... Schaut mal. Ich reg mich jetzt kurz wieder auf, okay? Wie immer. Wegen euch. Warum habt ihr das Bedürfnis, mir zu sagen, was passiert und was los ist? Ist es nicht schöner für euch, wenn ich es selber herausfinde und dann bin so, oh wow, was, Mark? Oder, oh mein Gott, ach so, das ist ein anderer Mark. Ist das nicht viel cooler für euch, wenn ihr das sehen würdet, als wenn ihr mir das jetzt alles sagt, tausendmal immer wieder, hey, da kommt gleich eine coole Stelle. Hey, da kommt das und das und das. Was ist cooler? Was ist cooler? Don't spoil, das tue ich nicht. Doch, hast du. Du hast gesagt, die Versionen von denen haben eine Überraschung für dich. Du hast mir gesagt, hier wird gleich eine Überraschung für mich kommen. Das ist wie, wenn du Geburtstag hast und dann kommt jemand und sagt, hey, ich habe eine Überraschung für dich. Dann ist zwar, was es ist, die Überraschung, aber nicht mehr, dass es eine Überraschung ist. Das heißt, jedes Mal, wenn jetzt was passiert, denkst du dir, das wird die Überraschung sein, das wird die Überraschung sein. Im Endeffekt ist es egal. Auf jeden Fall. Haltet einfach die Finger still. Wenn ihr das cool findet, was hier gerade passiert, dann haltet erst recht die Finger still, damit ihr seht, wie es ist, wenn man es das erste Mal erlebt. Ich fuchtel mich zu Tode. Wie im echten Leben. Kann der uns jetzt mit Leitteiler ewig lang am Leben halten, weil ich mache Schaden und den gibt er sich dann immer wieder und dann... Moment mal. Das dauert jetzt ewig wegen Leitteiler. Bin ich jetzt verwirrt? Soll ich nicht verwirrt sein jetzt? Ach ja, Top-Genesung. Bist du eine Arena oder was? Tschüss. Und warum löscht das eigentlich niemand? Jetzt habe ich es erst gelesen. Weißt du, du bist einfach jetzt gebannt für immer. Schwebt Smogon? Nein. Nicht aufgepasst. Der besiegt mich jetzt eh. Dein ekligen Gift-Pokémon, obwohl du einfach nur Feuer haben solltest. Wo ist dein Hundämon? Warum hat Smogmog Schwebe? Ich meine, es ist hilfreich für ihn. Oha! Jemand, der was zurückzieht. Hallo Layla.
Was geht? Ich habe nichts gegen Kamerupt. Oh mein Gott. Ich habe nichts gegen Kamerupt. Hallo Layla. Dankeschön. Gibt zum Glück Entbannungsanträge. Das muss man aktiviert haben. Glaubst du, ich habe das aktiviert? Glaubst du, hier kriegt jemand eine zweite Chance? Nein, tatsächlich habe ich es aktiviert. Ja, man kann es machen, aber ich lese die nie, ehrlich gesagt. Ja, Layla, bis später. Danke für den Raid. Ich mag dieses Smogmog nicht. Ich hatte noch nie Probleme gegen Smogmog. Warum ist denn das jetzt so ein Bastard? Mariko, ich hab vielleicht in meinem Leben 8 Entbannungsanträge gekriegt. Und das waren von kleinen Kindern, die gesagt haben, darf ich bitte wieder entbannt werden? Wir sind hier in keinem riesigen 50.000 Zuschauer-Stream, wo man Entbannungsanträge vorliest. Hat Schwebe, achso. Ja, ich bin nicht bei der Sache, weil so viele Leute mich gerade aufgeregt haben. Ich habe auch nichts Gutes, egal was ich machen will. Ich mache jetzt Donnerblitz. Ich wundere mich, warum ich nicht lange gebannt wurde. Ich schreibe nie was. Mit so einer Nachricht bist du kurz davor, weil es mich aufregt, dass du nicht einmal kurz den Satz wenigstens durchliest, bevor du ihn abschickst. Okay, jetzt habe ich meine Z-Attacke benutzt. Aber das Kamerupt ist wieder da. Stimmt, ich hatte Schaufel. Das war's. Ich war am Schaufeln wegen Kamerupt. Aber der hat ja Kamerupt wieder zurückgezogen. Deswegen war ich überhaupt am Schaufeln. Fotori, du bist ein Knackrack. Knackrack. Schau, Schaufler ist sogar gut gegen den. Das ist jetzt schlecht. Okay, Mimikma muss jetzt alles richten. Der hat jetzt keine Gift-Pokémon mehr. Der hat jetzt noch einen Groudon. Wenn der wirklich einen Groudon hat, das wäre so witzig. Aber er hat eigentlich... Na egal. Eigentlich sollte er Groudon haben, oder? Mal schauen. Hallo, habe ich was verpasst? Ja, du hast alles verpasst, was bisher geschehen ist. Und das war so viel und so krass. Und du hast alles verpasst. Ich will hoffen, dass Kamerupt langsamer ist als Donarion. Hallo? Es wäre traurig, wenn es andersrum wäre. X-Bart, yay, ein Gift-Pokémon. Scheiße. X-Bart ist aber Fluggift. Kannst du überhaupt eine Giftattacke? Was macht denn X-Bart für Giftattacken? Das macht doch immer noch Flugattacken. Das hat doch bestimmt. Null hat Metallsound, Eisenschädel, Doppelschlag und Luftschnitt. Einfach Kacke. Eisenschädel halt. Aber Eisenschädel bringt mir gar nichts gegen X-Bart. X-Bart wird so oder so früher an Giftstreich. X-Bart will so oder so früher angreifen. Mein armes Mimikma hat schon gebrochenen Hals. Amphira ist halt selber Gift. Ich nehme Amphira. Ich weiß schon, dass X-Bart Giftattacken kann, aber... Macht man doch nicht. Hallo MLG LOL.
stark, einfach starke Attacken jetzt. Ja, die ist halt auch stark, die Attacke. Okay, das kriege ich hin. Das kriege ich hin, außer jetzt kommt ein Volltreffer. Stopp. MLG-LOL, Dankeschön für 16 Monate. Dankeschön. Graudon. Ciao. Aber ich habe euch auf die Probe gestellt. Keiner von euch hat ja gesagt oder es kommt Graudon. Herzlichen Glückwunsch, ihr habt bestanden. Okay, das ist cool, dass er Graudon hat. Beziehungsweise vorhin hat jemand gesagt, die haben alle Legis. Deswegen habe ich es überhaupt gedacht, dass der einen Graudon hat. Vorhin dachte ich mir noch, hey, was für ein Quatsch, warum sollten Legis jetzt kommen? Aber gut, wir haben hier einen Graudon. Ich meine, ich könnte auf Langzeit gehen und es einfach jetzt vergiften. Aber ich werde... Amphira muss schneller sein als Graudon. Mach Toxin. Yes. Oh. Das ist jetzt aber eine Überraschung. War das die Überraschung? Boom. Joa, dann... Ich will halt nicht, dass Typ 0 stirbt. Wegen der Freundschaft. Also entweder setze ich jetzt Beleber ein. Oder ich mache noch einen Knuddler. Ich überlebe doch eine Attacke von dem. Aber mein Genick ist gebrochen. Aber so oder so will ich irgendwas wiederbeleben. Top-Beleber habe ich. Ich habe 9 Top-Beleber. Okay. Donarion hält wenigstens sein Erdbeben aus, aber er hat, glaube ich, auch eine Feuerattacke. Ampros hält auch gut aus. Wolverok hält nicht aus. Ich habe halt keine Attacke, die gut gegen Boden ist. Oder? Nein. Muss einfach mit starken Attacken angreifen. Und das würde ich behaupten, ist... Ja, hätte ich mal Silvaro, ne? Käfer, Boden, Käfer. Ich nehme Donarion. Ah. Was war das für eine Attacke? Ich habe nicht hingeguckt. War das Solarstrahl? War das Solarstrahl? Das hat er deswegen Sonnenlicht gemacht? Warum hat der Solarstrahl? Krass, okay. Ich knuddel den jetzt, der süße Graudon. Aber wenn's... Oh, okay, krass. Wenn es so viele jetzt diese Bosse gibt, dann dauert es ja ewig, bis man das Rocket-Schloss durch hat. Wie war das? Die Schwebe gilt trotzdem, obwohl ich unter der Erde bin. Ist so ein Quatsch. Aber okay. Die Schwebe gilt trotzdem, obwohl ich unter der Erde bin. Dann sollte ich es jetzt haben. Was? Ich bin langsamer als Grau. Oh mein Gott. Nein. Das wird jetzt knapp. Okay, das sollte ich doch besiegen. Donarion, halt die Verbrennung aus. Ich find's so geil. Es ist so dumm, dass Erdbeben nicht bei Schwebe... War so wenig!
So ein bisschen sehr wenig. Aber hey, passt. Geht. Ich meine, ich muss einen Top-Beleber einsetzen. Aber ich habe auch einen Mon, mit dem ich nicht kämpfen will. Ich erlaube mir den Top-Beleber. Und Toxin ist ein bisschen gemein, ja. Ich sollte mir die zwei Bilder besser anschauen. Du hast einen versteckten Knopf gefunden. Giftspitzen? Nee. Ich will nicht so taktisch sein. Ist das komme ich jetzt automatisch zurück? Ja, okay. Ich habe den rechten Weg gemacht, Bromley. Ich bin voll cool. Kannst mich heilen? Hat Lili nicht gesagt, ich soll nach rechts gehen, um von ihr geheilt zu werden? Da steht die draußen. Ja, wo ist sie? Sie hat gesagt, sie ist rechts, aber deswegen bin ich ja nach rechts gegangen, um mal hier zu schauen. Geradeaus, okay. Genau, ich habe mir das Necrosma-Toxin für Graudon aufgehoben. Ey, aber ich habe noch ernsthaft danach gekämpft. Ich hätte auch einfach nur die ganze Zeit auf Toxin machen können. Okay, machen wir jetzt noch den linken Raum. Oh Gott. Okay. Du hast keine Schwebe. Wir wollten doch so alle zusammen kämpfen. Gut. Gibt's ein Wasser-Pokémon mit Schwebe? Garados. Ich nehme alle mit. Mein Typ 0 entwickelt sich heute noch. Rotom? Stimmt, Rotom, wenn es die Wasserform hat. Voll smart. Oh, die hat eine leichte Erdbebenschwäche. Ah, und ich mach Kampf. Ich habe mich verdrückt. Können die alle Groll? Warum setzen sie es ein? Warum killt es nicht? Primes werden wohl nicht mehr gewürdigt. Was? Jay, ich habe gerade, als du das gemacht hast, gesagt, danke für deinen Sub.
Was ist los? Loserkost, hallo. Oh, die ist schon wieder. Aber ich habe die Explosion krass gut ausgehalten. Krass gut ausgehalten. Habe ich? Aber das war auch der Grund, warum Pampros so schnell tot war. Aber ich kann bestimmt auch nicht flüchten. Ich flüchte mal. Flucht gescheitert. Ladungsschluss. Okay. Verdammt. Ich will nicht meine ganze Erdbeben aufbrauchen. Ich will doch kein Äther einsetzen. Na gut. Nein, roter Jay, alles gut. Ich glaube, ich hab's gesagt. Ich habe zumindest gerade rübergeguckt, habe deinen Namen gesehen und mir gedacht, ja, das habe ich gesagt. Das habe ich gesagt. So oder so, auch wenn ich das nicht lese, liegt es nie, wenn ich das nicht sage, liegt es nie daran, dass es mir nichts wert ist, sondern es liegt daran, dass ich dann verwirrt bin oder mein Multitasking gerade sehr schlecht ist. Vielen Dank für 2 Monate. Komm, alles mitnehmen. Und außerdem ist es kein Prime. Du hast nicht mit Primes gesappt. Deswegen hast du mich noch mehr verwirrt. MLG LOL hat mit einem Prime gesappt. Oder meintest du, dass ich... Weil MLG LOL habe ich... Egal. Na, der Erdbeben hat es gleich gekillt vorhin. Was? Hä? Warum ist Steinhagel so viel schlechter? Ich dachte mir, ich sollte das mal abonnieren. Hänge hier schon fast ein Jahr rum. Oh, hä? Trotzdem hast du was? Aber du hast kein Prime. Nur, dass du es weißt. Du hast ja Abo. Okay. Ich erkläre es trotzdem einmal, dass du weißt, was der Unterschied ist. Du hast gesagt, du hast ein Prime eingesetzt. Hast du nicht gemacht. Primes sind umsonst. Du hast ein Abo bei Amazon. Dadurch kannst du umsonst einmal im Monat mit Prime einem Streamer subben. Du hast bei mir ganz normal gesubbt. Was dich zusätzlich Geld kostet. Nicht, dass du denkst, du hast gerade dein Prime umsonst angewendet. Hast du nicht. Du hast gerade wirklich 5 Euro ausgegeben. Primes sind umsonst. Ach, mein Pampros wird jetzt einfach... Da kommt doch jetzt eh ein Kyogre oder so. Hat doch eh keine Chance. Ich hab den... Hä? Ich hab doch diesmal gewechselt. Hab ich nicht gewechselt? Dass der Kyogre hat, ist ein Gerücht. Das gibt's hier nicht. Maurediven, was willst du mir sagen? Hä?
Lilly! Fibu, du bist ein Ammonitas. Da bin ich zurückgegangen. Da bin ich auch zurück. Hä? Hä? Ich muss hier lang. Achso, dann nehme ich hier den anderen Bereich. Ich dachte, hier bin ich gerade zurückgekommen. Dann. Ah, warte mal, was? Nee. Dann nehme ich den hier. Hier war ich noch nicht. Bin ich jetzt ernsthaft da oben alles umsonst gegangen? Und ich hätte einfach hier hingehen sollen. Hey, nicht anfassen, Gewalt ist keine Lösung. Okay, das ist jetzt auch umsonst, aber egal. Trainieren. Ich dachte davor, als ich zurückgegangen bin, dass ich da zurückgekommen bin und deswegen wieder unten war. Aber in Wirklichkeit war ich direkt unten. Also komplett unlogisch. Nicht unlogisch, aber... Ich habe einfach die 50-50 am Anfang direkt falsch getroffen. Hey, Level, Level, Level. Nicht schubsen. Aber ohne schubsen. Jag mich nicht, ich will nicht laufen. Ich bin voll mit Schokri. Hallo Jenny. Das ist bestimmt das Obere. Nein? Jetzt verpasse ich die ganzen guten Trainer. Silver Springtrap, dankeschön für deinen allerersten Sub hier. Dankeschön. Hä? Laubfuchs, du bist ein Nidoqueen. Jenny, letztens hat jemand dein Schnittchen-Begriff benutzt. Ich habe sofort gesagt, das dürft ihr nicht, das darfst nur du. Das war Prani, also ich habe nicht gebannt.
Aber wenn du willst, sag das Wort. Soll ich jetzt einfach hier durch oder muss ich die verfolgen, die hier weg sind? Ich verfolge die jetzt. Items, Meisterball. Sag mal, diese Hypnos. Robinson Crusoe, du bist ein Shiny. Frigometri. Shiny Frigometri. Ich wollte gerade sagen, davon kann dir Dave ganz viel erzählen, von diesem Shiny Frigometri. Ich hoffe noch auf einen Gotenks. Ich weiß nicht, ob ich dir das geben soll, da du gesagt hast, dass es kein Kyogre gibt. Aber ich weiß nicht, wie ernst du das gemeint hast mit dem Kyogre. Ich verstehe kein Wort, was du von dir gibst. Ach, hier. Ich sehe den Gegner nicht. Rasa. Was ist ein Gotenks? Was ist ein Gotenks? Wie schnell ist Arbok? Das macht eh wieder Groll. Werden die stärker? No. Ich find's so langweilig, dass Rockets oder allgemein Bösewichte in den Spielen immer die gleichen Mons haben. Hypno, Smogmog, Radikal, Graudon. Das ist das Gleiche. Soll ich mich heilen gehen? Ich habe Angst, dass es jetzt hier schon ist. Ja, okay. Den Kampf schaffe ich jetzt noch. Und dann gehe ich mich heilen und dann mache ich Kyogre. Kapu nicht. Team Star. Also die einzelnen, die Captain von Team Star sind alle unterschiedlich, ja, das ist geil. Aber die kleinen Teams, ne, die stimmt, die sind auch alle unterschiedlich, oder?
Okay, das war einfach. Next. Nach Hause. Lilly! Lilly! Finde ich den Weg? Oh je. Findest du Lilly jetzt, wo sie doch mal selbst mitkämpft? Wo kämpft sie selbst mit? Sie hat vorhin einmal selbst mitgekämpft mit einem Pipi. Und sobald ihr Pipi tot war, kam kein weiteres Pokémon. Schreckliches Lilly. Lilly ist, glaube ich, der schlimmste Charakter in ganz Pokémon. Hopp ist besser. Tali ist besser, weil er nichts ist. Einfach. Jetzt sagen wir, jetzt, wo sie dich heilt. Ja, und selbst ein Bett kann mich heilen. Muss ich jetzt Pluspunkte kriegen dafür, dass sie mich heilt? Ist das wirklich Kyogre? Ich dachte, es gibt hier kein Kyogre. Lügen. Hat sie sich immerhin gesteigert? Nein. Nein. Sie hatte mal ein Kosmovum. Wir wissen noch nicht mal, wo das ist. Das Kosmog. Wo ist das? Vielleicht hat er Rayquaza. Okay. Der andere nicht auch ein Magnarchen? Stimmt, das Wölkchen hat sie noch nicht mal selbst gefangen, ey. Sie hat ein Pipi. Ratschere ist sehr effektiv. Aber nicht effektiv genug, oder? Es ist einfach keine Special-Attacke. Ich habe einfach immer noch keine Special-Käfer-Attacke. Ich muss vorsichtiger sein. Die haben alles im Meisterball. Ich habe keinen Käfer gebrummen. Warum tut das so weh? Warum knuddelst du nicht? Okay.
Käfergebrumm konnte der Bus. Und dann habe ich das Neue gelernt, was ich dem Bus dann beigebracht habe, weil der Bus war noch auf physisch. Und sobald dann der Bus sich entwickelt hatte, war es komplett geswappt und es war nicht mehr physisch, sondern spezial. Und dann hatte ich diese physische Käferattacke, die ich extra genommen habe, weil der Bus halt physisch ist. Ist voll gemein gewesen. Toheido ist doch auch Unlicht. Ich knuddel den jetzt einfach auch. Wobei Toheido bestimmt schneller ist als Mimikma. Hast du eine Herzschuppe? Ich habe 2 Herzschuppen. So wichtig ist es auch nicht. Wir schaffen ja alles auch so. Ich finde bestimmt auch eine gute Käferattacke irgendwie als TM. Hey. Nice. Rauhaut? Oh, stimmt. Oh nein. Wie, wow, es ist so gemein, dass wenn beide sterben, kriegt man nicht gesagt, was als nächstes kommt. Aber wenn ich, okay, ist halt die Bestrafung. Ist okay. Ich nehme an, du hast noch ein Wassermann. X-Bad, okay, passt. Könnte mich aber killen. Matschbombe, okay, warum hast du keine Flugattacke gemacht? Jetzt beide X-Bad und beide Magnarien? Kyogre, wer hätte es gedacht? Ich weiß halt nicht, ob ich jetzt überlebe. Ich will jetzt halt Z machen. Ach, Flug wäre neutral gewesen, stimmt. Denarion bestimmt schneller als Kyogre. Oh oh. Schade. Vielleicht muss ich ihn wiederbeleben. Alle meine Pokémon haben eine krasse Wasserschwäche. Oh nein. Wo ist mein Silvaro? Hatte der andere einen Trank eingesetzt? Kyogre und Groudon waren so klein, das ist eigentlich echt eine Frechheit. Oh mein Gott! Easy. Komm, eine Hydro-Pumpe hältst du aus. Bestimmt. Okay. Hast du Silvaro echt rausgeschmissen? Ja, weil es so schlecht war. Es war langsam. Hat nie wirklich gekillt. Die anderen sind halt besser. Aber jetzt im Moment fehlt mir natürlich ein bisschen Pflanze. Ich bin schneller. Easy. Oh mein Gott. Loser, Adrian. Fertig, Bromli. Keine Gewalt, haben die vorhin gesagt.
Schalter im ersten Stock aktivieren. Oh, jetzt gibt's fetten Kampf. Jetzt kommt Rayquaza. Kämpfen die jetzt? Halt. Werden die jetzt zurückgeportet? Ja. Okay. Das war's. Den Rest machen wir morgen. Ich hoffe, dass ich das... Ich brauche ganz schön lange, aber ich versuche auch gegen jeden zu kämpfen, um die XP zu kriegen. Jetzt gibt's Butter Chicken. Jetzt gibt's gleich aufs Maul. Die Primal Form hätten sie nutzen können, ja. Stimmt. Aber vielleicht gibt's halt in deren Welt keine Mega-Entwicklung. Vielleicht gibt's es da einfach nicht. Aber gäbe es sie im Spiel? Also kann ich Kyogre und Groudon als Proto besitzen im Spiel, wenn es Megas gibt? Oder ziehen sie da die Grenze? Ja? Okay, dann ist komisch. Dann hätten sie Proto machen sollen. Aber vielleicht war es schon schwer genug. Okay, Party People, vielen Dank fürs Dasein. Wir sehen uns morgen wieder. Wir machen einfach direkt hier weiter. Ich dachte, ich fange heute viel mehr Pokémon, so Ultrabestien. Aber ich habe nicht erwartet, dass diese Team Rocket-Sequenz kommt. Aber sie ist ja schon ganz cool. Ist halt sehr viel Kämpfen. Aber ich glaube, morgen schaffen wir sie. Und dann gehen wir die ganzen Ultrabestien fangen, die hier alle... Wir haben Muramura und Koriogel heute gefangen. Das war's. Magiana wird noch interessant, wie ich mir das hole. Also das hier, das Pokéball-Muster. Und der Rest sollte eigentlich, glaube ich, alles klar sein. Zygarde wird noch interessant. Wie wir das machen. Okay, danke fürs Dasein. Typ 0 muss ich noch entwickeln. Das zweite Typ 0 ist halt im zweiten Spieldurchgang. Ganzen Exclusives halt. Okay, Bussi Bussi. Wenn ihr das noch nicht gesehen habt, schaut euch das Interview mit Mjotz genau an. Ich fand es sehr interessant. Vor allem, wenn ihr Mjotz genau kennt. Tschüss.